Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zum Live-Trading mit Oliver Najjar. Bevor wir loslegen, einfach nochmal kurz die Frage, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie mir ein kurzes Feedback geben, ob die Bild- und Tonübertragung funktioniert, ob alles so passt. Dann wissen wir, dass von der Technikseite her alles in Ordnung ist und dann werden wir direkt auch zeitnah zu Oliver rüberschalten. Okay, scheint alles zu funktionieren. Perfekt. Wir sehen auch gerade im Hintergrund hier ein bisschen Werbung gemeinsam in die erste Liga mit Fortuna Düsseldorf. Natürlich freuen wir uns als Düsseldorfer auch, dass wir als Partner von Fortuna gemeinsam den Aufstieg in die erste Liga geschafft haben. CapTrader war ja schon in der ersten Liga. Ich denke, das wissen alle, ne? Eigentlich schon Champions League. Aber Fortuna hat es jetzt auch geschafft und da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Das noch mal am Rande. Oliver ist ja auch Düsseldorfer und von daher denke ich mal, passt das ganz gut. Ja, wir sind gerade, wir haben ja eine Live-Trading-Reihe gestartet und haben mehrere Referenten. Ja, Sie haben das ja auch hier im Hintergrund gesehen. Ja, an unterschiedlichsten Terminen mit Thorsten Helbig, Mario Lüdemann, Oliver Klemm, Orkan Kuyas. Ja, heute ist Oliver Najjar dran, Martin Görsch. Ja, einige hatten ja schon ihren Auftritt in den letzten Wochen und Monaten. Ja, und das wird Sie das ganze Jahr 2018 begleiten. Die Termine finden Sie alle bei uns auf der Homepage unter Training, Termine. Und natürlich ist auch Oliver noch mal ein zweites Mal dran. Gegen Ende des Jahres, November müsste das dann sein. Und das finden Sie auch natürlich auf der Homepage. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie sich da noch mal was anschauen möchten im Nachgang, finden Sie dann die Aufzeichnung auch bei uns hier im Trainingsbereich unter Videos, wo wir ja die unterschiedlichsten Kategorien eingeführt haben, ja, mit den unterschiedlichsten Referenten oder Themengebieten, ja, sei es rund um die Trader Workstation oder rund um den Agena Trader oder auch natürlich Ninja Trader, alles Softwarelösungen, die Sie bei uns nutzen können. Ja, und Olli ist ja auch sehr breit aufgestellt mit seinen Add-ons. Sowohl für einen Stereo-Trader MT4 gibt es ja sein Markttechnik-Add-on, dann beim Agena-Trader und beim Ninja-Trader. Das heißt, egal welche Software Sie benutzen, egal ob Sie bei FXFET oder CapTrader handeln, da gibt es für jeden, denke ich mal, das passende Produkt auch. Aber da kann er gleich noch was zu sagen. Ich möchte Sie gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern gebe auch weiter nach Düsseldorf zu Oliver. Guten Morgen, Servus. Erste Frage von mir, kann man mich hören? Passt das? Ich höre dich sehr gut und deinen Bildschirm kannst du, glaube ich, jetzt auch übertragen. So. Okay. So. Genau, es schallt ein wenig. Das liegt daran, dass ich jetzt hier im Büro umgezogen bin, also das bitte ich zu entschuldigen, dass es ein wenig halt oder schallt. Ich bemühe mich so deutlich zu sprechen, wie es geht, damit der Sound einigermaßen bei Ihnen ankommt. Ich habe hier eine große Umzugsaktion im Hintergrund laufen und ja, aber ich denke, das wird schon klappen. Coole Anmoderation, Düsseldorf, die schönste Stadt der Welt. Erste Bundesliga. Ich weiß, dass die Jungs von CapTrader große Fans von Fortuna Düsseldorf sind. Logischerweise geht ja auch gar nicht anders. Und sich darüber freuen, dass die Fortuna jetzt in der ersten Liga spielt, genauso wie CapTrader und FXFlat. So, von mir ein herzliches Willkommen hier zum Webinar. Ich begrüße euch alle recht herzlich, sind ja dann doch schon jetzt hier einige aufgelaufen. Wie der Andreas gerade schon eingangs erwähnte, das hier ist eine Webinarreihe, wo jeder Referent zwei Events hat. Im heutigen Webinar wollte ich so die Morgenroutine und die Marktvorbereitung in den Fokus stellen. Ich bekomme immer wieder Anfragen. Aber auch Coaching-Teilnehmer fragen mich immer wieder, ja, wie filterst du eigentlich deine, wie kommst du auf die Märkte, die du täglich handelst? Da habe ich mir gedacht, ich stelle mal meine Morgenroutine, sprich die Marktvorbereitung in den Vordergrund. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Die Marktvorbereitung, die führe ich so ein bisschen an Folien durch.
Und den Rest, wie das Screening der Märkte, das machen wir dann logischerweise alles am Live-Markt. Genauso wie meine Trading-Taktiken. Ich lasse ihn sozusagen gleich mal in meinen Kopf reingucken, wie ich die Dinge sehe und wo ich denke, dass es Möglichkeiten gibt, vielleicht den einen oder anderen Trade auch zu starten. Am Ende der Runde, beziehungsweise wenn es sogar Möglichkeiten gibt bei einem validen und sinnvollen Setup, dann handeln wir das logischerweise auch. Es sei aber direkt vorausgeschickt, dass nur gehandelt wird, wenn eben auch ein valides und sinnvolles Setup besteht. Sonst macht das keinen Sinn. Ja, nur weil jetzt hier ein Live-Trading oder ein Webinar angesagt ist, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass es auch zu einem Trade kommt, aber ich denke, dass ist mal grundlegend vorausgeschickt, das dürfte auch für alle klar sein. Zum Schluss machen wir dann noch eine Fragerunde und dann haben wir da auch sicherlich noch genügend Zeit, auf die eine oder andere Frage einzugehen. Jetzt habe ich ganz unten auf die Folie noch, auf der Folie noch stehen, Ausblick November-Webinar, mal was völlig anderes. Genau, wie gesagt, diese Eventreihe besteht ja aus zwei einzelnen Webinaren für jeden Referenten. Und im November habe ich mir mal überlegt, ich möchte gerne mal was anderes machen. Webinare gibt es ja ganz viele. Und ich habe mir gedacht, ich lade jemanden ein. Also ich habe jetzt hier in meinem Webinar im November einen Gast. Ich verrate aber noch nicht, wer das ist. Können Sie mal reinschauen, das ist sicherlich mal eine ganz interessante Nummer, die das wird im November und da dürfen Sie sich mal überraschen lassen. Add-on-Sonderaktion, dazu komme ich später. Heute gibt es eine Sonderaktion, die auch nur heute gilt, aber dazu dann später mehr. Gut, fangen wir an. Für den einen oder anderen, der noch kein Gesicht zur Stimme hat. Das da bin ich. Mein Name ist Oliver Najar. Ich bin selbstständiger Händler hier aus Düsseldorf, Erstliganiveau. Ich handle markttechnisch orientiert. Bedeutet also, bei mir steht die Markttechnik im Vordergrund. Ich handle generell alle Märkte, heißt also Aktienmärkte, Indizes, Rohstoffe. Und hier auch wiederum alle Trendgrößen. Bedeutet, ich habe Trades auf Tagesbasis laufen, also auf größeren Trendgrößen, die halt dann schon etwas länger laufen, bis runter auf mittlere, kleine und kleinste Trendgrößen. Und wenn ich sage kleine und kleinste Trendgrößen, dann meine ich damit den klassischen Intraday-Handel. Das ist auch mein Steckenpferd, das mache ich sehr viel. Da fühle ich mich zu Hause. Und hier insbesondere, das ist der Liquidität geschuldet, bin ich sehr viel auf ja, den klassischen Terminmärkten unterwegs. Ja. Werden wir gleich mal schauen, was ich damit meine. Ja, wer mehr Infos haben will zu 1:1-Coachings, irgendwelchen Ausbildungen oder sonstiges, kann da gerne auf meine Seite gehen. Das soll jetzt hier auch nicht so sehr im Fokus stehen. Es gibt noch eine Facebook-Gruppe, da will ich noch kurz darauf hinweisen. Markttechnik, wo entsteht Bewegung? Da können Sie ja auch mal reinschauen. Ist sicherlich das ein oder andere Interessante mal mit dabei. Gut. So viel dazu. Fangen wir an. Marktvorbereitung. Warum? Der professionelle Handel will sich sozusagen organisiert aufstellen. Das bedeutet, wir brauchen eine Marktvorbereitung, weil wir kein unstrukturiertes Dauerbeobachten der Märkte wollen. Was meine ich damit? Der ein oder andere kennt das. Man sitzt vor seinem Rechner und schaut sich Märkte an, vielleicht sogar nur einen oder zwei oder ganz viele, aber klickt eigentlich nur wild durch die Gegend. Sitzt die ganze Zeit wie so ein laufendes Kino davor und fragt sich am Abend dann, mein Gott, was habe ich denn hier jetzt gerade veranstaltet oder was war denn das für ein unproduktiver Tag? Alles blinkt und alles läuft so vor sich her, aber richtig produktiv
war ich nicht. Das ist also etwas, was wir vermeiden wollen. Wir wollen kein unstrukturiertes Dauerbeobachten der Märkte. Was wir auch auf gar keinen Fall wollen, ist inhaltsloser Aktionismus. Wenn man viele Stunden davor sitzt und auch keiner einem über die Schulter blickt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal hinweist, dass das nicht so sinnvoll ist, was man da macht, dann neigt man dazu, eben weil man keine Rechenschaft ablegen muss, zu inhaltslosem Aktionismus. Was meine ich damit? Dann setzt man einen Trade ab hier oder feuert dort einen Trade ab und das endet meistens eigentlich mit vielleicht sogar Minus auf dem Konto und auch mit einer gedrückten Stimmung. Auch das ist etwas, was wir ja nicht wollen. Aktionismus ist im professionellen Handel halt nicht gefragt. Das muss halt, soweit es geht, eliminiert werden. Wir wollen ebenfalls was nicht? Wir wollen keine Überraschungen erleben. Was meine ich damit, mit Überraschungen erleben? Der eine oder andere kennt auch das. Man eröffnet einen Trade, ist keine 2, 3, 5 Minuten im Markt und urplötzlich dreht der Markt massiv, meistens ja gegen einen, und man fliegt raus. Minus. Gerade drin und schon wieder raus. Hätte man mal sich vorbereitet und hätte in die Termine bzw. in die News geguckt, dann hätte man mit hoher Wahrscheinlichkeit wohl gesagt, ja, nun warte halt nochmal so 2, 3, 10 Minuten, whatever, und lass erstmal die News kommen und dann eröffne deinen Trade. Es läuft ja sowieso nichts weg. Viele aber gucken nicht in die Termine rein oder in die News und bereiten sich vor und erleben eben jene Überraschung. Es kann sicherlich auch mal der Fall sein, dass es massiv für einen läuft, aber im Kern, denke ich, dürfte darüber gekommen sein, was ich meine. Das heißt also, wir müssen uns deshalb vorbereiten, weil wir keine Überraschung erleben wollen. Und jetzt ist mir ganz wichtig, vor allem wenn man im Intraday-Handel, also im klassischen Daytrading unterwegs ist, ist das von höchster Bedeutung, wenn wir über das Daytrading sprechen. Und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, ob wir nach Markttechnik handeln oder nach Elliott wählen oder Order Flow oder was es da draußen noch für tolle Sachen gibt, selbst wenn sie nach Mondphasen handeln. In dem Moment, wo wir über Daytrading sprechen, also sind wir automatisch in kleinen Zeiteinheiten, also im sehr kurzfristigen Handel unterwegs. Und diese Zeiteinheiten, ZEs steht für Zeiteinheiten, sind von Haus aus fragil, die sind sehr brechlich. Und eben weil diese Trendgrößen auch aus markttechnischer Sicht eine gewisse Fragilität in sich bergen und diese Trends schneller kommen und gehen auf kleineren Zeiteinheiten als auf größeren Zeiteinheiten, die eine andere Stabilität haben, beziehungsweise Fragilität haben, ist es sinnvoll und zwingend erforderlich, sich vorzubereiten. Und last but not least, damit können die meisten jetzt wahrscheinlich nichts anfangen, wir möchten eine Marktvorbereitung machen, zwingend, weil wir nicht die Cobra machen wollen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, mein Gott, was ist die Cobra? Die Cobra ist so ein Begriff, den ich kreiert habe, der fasst das sehr schön zusammen. Auch das werden viele kennen, es wird mir immer wieder bestätigt, dass man davor sitzt vor den Bildschirmen und im Grunde genommen einen Fehler macht, eben weil man sich nicht vorbereitet, womöglich nur ein, zwei Märkte sich auch anschaut, sehr unstrukturiert ist und mit dem einen oder anderen Markt in so einem ganz bestimmten Zustand fällt, nämlich man macht die Cobra. Dieses Bild, was Sie da unten sehen, das benutze ich immer dafür, um das zu visualisieren, was hinter dem Gedanken der Cobra steckt. Sie kennen das Bild dieser Flötenspieler, der halt auf dem Boden sitzt und mit seinem Liedchen die Schlangen bezirzt. Und die Schlangen schauen ihn an und er schaut die Schlangen an und man fällt in so eine Art Trance-Zustand. Und das passiert vielen Leuten da draußen, dass man meint, den ganzen Tag irgendwie nur auf wenige Märkte schauen zu müssen. Und man fällt in so eine persönliche Beziehung womöglich auch mit einem Markt
und meint, man könnte, man sieht da Dinge und fängt dann dort auch wieder Aktionismus weilen, also an, Aktionismus weilen zu lassen. Und dann läuft man ganz schnell in so eine Interpretationsfalle, eben weil man meint, man guckt die ganze Zeit da rein und kennt jeden Tick und jeden Stand und jede Bewegung, jede Korrektur, müsste man jetzt eben, weil man den Markt kennt und so aufgesaugt, aufgesogen wird von dem, dort Trades starten. Und dann ist man in, eben in dieser Interpretationsfalle und hier fängt dann so die höchste Form des Irrsinns an, das habe ich auch daneben geschrieben. Das endet dann meistens darin, dass man in einem Markt relativ schnell hintereinander Trades abfeuert, die überhaupt jeglichem fachlichen Grund und Boden, also da, da ist nichts hinter. Man drückt einfach nur drauf, weil der Markt irgendwie gerade rauf geht, deshalb geht man long oder man geht halt short, weil der Markt gerade runter geht irgendwie und dann ist man, also dann wird das Eis unter den Füßen recht dünn, möchte ich mal sagen, und dann ist der Irrsinn perfekt. Das sind also Dinge, die wollen wir vermeiden. Und wir wollen relativ strukturiert an den Markt gehen. Es bleibt also festzuhalten, der Handel und insbesondere der Intraday-Handel muss zwingend vorbereitet sein. Ich habe es gerade erwähnt, gerade auch deshalb vor dem Hintergrund, dass im Intraday-Handel sich die, naja, ich möchte sagen, Richtungen, Trends etc. relativ schnell ändern können. Das heißt also, man muss da ähnlich wie beim Boxsport auch mal schnell die Auslage wechseln können, das Standbein und das, das Standbein wechseln können und auch vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel einnehmen. Dies erfordert einen Arbeitsstil, das Ganze, und den beleuchten wir jetzt gleich mal, so dass der Händler sich strukturiert den Märkten, die er handeln möchte, nähern kann. Und das ist jetzt ganz wichtig. Der Fokus eines Händlers darf also nicht nur, das passiert aber sehr vielen Anfängern, direkt auf dem Trade liegen. Die meisten oder sehr viele, das habe ich auch so mitgekriegt, die legen ihren Fokus immer direkt auf den Trade. Sie gieren förmlich nach dem Einstieg. Das ist wie so eine Art Trade-Junkie, möchte ich sagen. Da wird weniger so ein umfassenderes Verhalten an den Tag gelegt, mal so einen Rundumblick zu tätigen, sondern man legt den Fokus oftmals nur einzig und allein auf den nackten Trade und das ist oftmals auch nicht förderlich. Das heißt also, der Arbeitsstil ist beziehungsweise ein Arbeitsstil und das muss im Mittelpunkt stehen, ist unumgänglich. Gut, der professionelle spekulative Handel verfolgt also ein Ziel, neben der Absicht Gewinn zu machen, möchte er was in seinem Handel haben bzw. etablieren. Und das ist jetzt mal eine Frage direkt in die Runde, weil wir sind ja jetzt nicht hier nur um Popcorn-Kino zu machen, hier wird mitgedacht. Was möchte der Handel ab einem bestimmten professionellen Niveau zwingend in seinem Handel haben, also etablieren? Was glaubt ihr? Ihr dürft gerne hier was reinschreiben. Ruhe und Kontinuität, das ist korrekt. Was noch? Ein Setup, sehr gut, ja, richtig. Was noch? Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, Duplizierbarkeit kommt sehr oft, Diversifikation, Beständigkeit, vollkommen richtig. Profit erzielen. Ja, Dieter, ich habe es da unten geschrieben. Der spekulative Handel, der direktionale spekulative Handel, der möchte logischerweise Gewinn erzielen. Aber es steht ja auch da unten, nicht alle Marktteilnehmer, die sich in so einem Buch, also in so einem Orderbuch tummeln, haben tatsächlich auch die Absicht, Gewinn zu erzielen. Ja, das muss man einfach wissen. Es gibt Marktteilnehmer da draußen, die sehen die Welt nicht so wie wir. Die haben ganz andere Absichten und die gehen long oder short, aktiv, haben aber gar kein Interesse daran, mit diesen Positionen Gewinn zu machen. Vollkommen richtig. Da wird ja auch teilweise gehedged, beziehungsweise
Arbitrage gemacht, etc. Und. Also das nur mal so am Rande. Kommen wir zurück zur Kernfrage, vollkommen richtig. Neben der Absicht, Gewinn zu machen, vor allem, und das ist es, neben Ruhe, Kontinuität, Reproduzierbarkeit, Diversifikation und Beständigkeit, das sind alles Dinge, die sind korrekt, viel einfacher, der Handel möchte unbedingt Struktur haben. Wir brauchen unbedingt eine Struktur, an der wir uns heranhangeln können und müssen, um eben all die Dinge, die ihr gerade hier reingeschrieben habt, auch zu erreichen. Das wiederum bedeutet, wir benötigen im Börsenhandel eine systematische Herangehensweise. Die Systematik besteht darin, dass man einen Arbeitsstil hat. Ich habe es gerade schon erwähnt, der ein oder andere Anfänger, der kümmert sich eher mehr im Fokus, das ist auch verständlich, ist auch nachvollziehbar, erstmal um seinen Handelsstil. Das Thema Arbeitsstil kommt, wenn überhaupt, erst sehr spät dran. Das ist halt einfach so, es verkauft sich halt besser ein dicker Trade, als wenn man über so ein bisschen mehr ein trockenes Thema referiert wie so ein Arbeitsstil. Aber im professionellen Handel ist das Thema Arbeitsstil ein ganz entscheidender Faktor. Und den will ich jetzt mal heute Morgen hier so ein Stück weit beleuchten, wie das Ganze so bei mir abläuft, wie ich da aufgestellt bin. Und ja, wie das Ganze aussieht. Das ist jetzt hier kein Dogma, das soll jetzt hier auch nur, ich möchte sagen, Gedankenanstöße sein. Vielleicht nimmt der ein oder andere ja was mit und sagt, hey, das war cool, das baue ich in mein Trading ein. Das bringt einen Mehrwert. Fangen wir an mit dem Arbeitsstil. Abklären von News. Wenn ich morgens aufstehe, dann ist es bei mir so, dass ich zunächst erstmal den Fernseher anmache und das ist eher mehr ein Zufall, entweder ist es Bloomberg oder CNBC oder NTV oder whatever, eines dieser News-Sender. Warum mache ich mir den an? Nicht, weil ich mich davor setze und mir die Laufbändchen da unten reinziehe, das tue ich nicht, sondern ich möchte lediglich etwas wissen. Und zwar, was war in der letzten Nacht los, wo ich im Bettchen gelegen habe und geschlafen habe. Ich möchte gerne wissen, gab es irgendwo weltweit Ereignisse, die für mich und meinen jetzt kommenden heutigen Handelstag eine Relevanz haben. Welche News könnten das sein? Wieder Frage an euch. Was sind News, die mich interessieren könnten, die eine Relevanz haben könnten für den jetzigen Handelstag. Wir sprechen ja hier auch jetzt gerade in dieser Sitzung, wir gehen ja später zu den Live-Märkten über. Was könnten das für News sein, die für den Intraday-Handel vor allem, für den Verlauf interessant sein können? Politische News, vollkommen richtig. Trump twittert, absolut richtig. Eigentlich, man muss sogar schon so weit gehen, das ist ein sehr guter Punkt, Christian. Er hat geschrieben, Trump twittert. Eigentlich, wer vor allem den Intraday-Handel macht, der muss unbedingt den Trump auf seiner Followerliste haben, beziehungsweise den ganz eng am Schirm haben. Wenn der Bursche irgendeinen Tweet raushaut, dann kann das tatsächlich mal den einen oder anderen Markt in Bewegung versetzen. Übernahmen. Okay. Genau, richtig, man sollte Trump followen. Richtig, absolut richtig. Ja, im Sinne von zu wissen, was da von dem abgesetzt wird, was man über den denkt, das soll jetzt hier nicht die Rolle spielen, aber das stimmt. Genau, was könnten das für News sein? Also, mich interessieren News genereller Art, geopolitische Problemzonen, Krisenherde, Terroranschläge, Kriege, all diese Dinge, die halt, ich sag jetzt mal, dieses komplette, die kompletten Facetten der News abgreifen, genau Kim Jong-un, wenn der was erzählt, Naturkatastrophen, geldpolitische Entscheidungen, vollkommen richtig und sowas. Das sind Dinge, die möchte ich einfach morgens, wenn ich aufstehe, einmal an den Kopf gehauen bekommen. Gab es etwas, was letzte Nacht
einen Marktimpact darstellt, sprich Bewegung oder ja, für Volatilität gesorgt hat, was aber noch Auswirkungen auf meinen heutigen Handelstag hat. Ich kann zwar nicht mehr unmittelbar darauf reagieren, wie auch, die News, aber ich habe sie zumindest im Hinterkopf und bin dementsprechend darauf dann gepolt und weiß, an der einen oder anderen News, die hat sogar so einen Marktimpact, die hat sogar vielleicht für den heutigen Handelstag noch eine gewisse Relevanz. Genau, Nachrichten, die allgemein den Markt bewegen, das ist korrekt. Das machen wir jetzt mal. Man muss halt auch nicht den Fernseher machen, ihr könnt auch hier so eine Internetseite von NTV anmachen. So sieht das bei mir aus. Ich mache mir irgendeine Internetseite auf und möchte hier relativ schnell die Infos abgreifen. Was war? Oben beim grünen Pfeil kriege ich direkt ganz schnell, einfach nur mal so einen Überblick, gab es irgendwas an prozentualen Bewegungen, die in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal, Ausreißer darstellen. Wenn ich also morgens da oben reingucke und sehe, dass der Nasdaq Future jetzt als Beispiel 4,8% im Plus oder 6% im Minus steht, dann weiß ich ja jetzt schon von vornherein, okay, nachts sind die Märkte dementsprechend massiv runtergekommen. Es muss ja irgendwas gegeben haben. Okay? Spätestens beim roten Pfeil sehe ich dann, was war das? Ja? Keine Ahnung. Irgendeine dicke News, die halt den Markt dementsprechend in die Bewegung versetzt. Dieses Abgreifen davon, das dauert genau, weiß ich nicht. Also wenn ich ganz langsam mache, eine Minute, mehr braucht man dafür nicht. Ich habe jetzt hier schon in all den Jahren die lustigsten Sachen gesehen, gelesen und auch mitbekommen. Man muss sich also nicht morgens um 5 Uhr, am besten noch im Anzug und Krawatte, an den Frühstückstisch setzen und die Financial Times durchlesen, um sich dementsprechend vorzubereiten. Das ist nicht nötig, das dauert 30 Sekunden, man muss hier nicht so eine riesen Kirmes drum veranstalten. Das geht relativ schnell. Jetzt schreibt der ein oder andere schon auf, investing.com, vollkommen richtig, da komme ich jetzt gleich zu. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Das heißt also, dieser Punkt der News ist relativ schnell ja, abgearbeitet. Irgendwie, wenn man sich morgens vor den Rechner setzt, macht man dann schnell irgendeine Internetseite auf, wo man meint, dass sie einen gut mit News versorgt, guckt eben auf den Stand der Dinge, gab es irgendwas, ja, nein. Wenn es irgendwas gab, und da muss man, das ist etwas, das lernt man mit der Zeit, dann merkt man einfach, welche News, ich sage jetzt mal, eine gewisse Relevanz hat. Nicht jeder Terroranschlag, so makaber sich das jetzt anhört, interessiert den Markt. Ja, wenn man so in die Verläufe der letzten Jahre reinschaut, von dem großen Anschlag 2001, über diese ganzen Anschläge, die es in der Zwischenzeit gab, das soll jetzt nur ein Beispiel da darstellen, reagiert der Markt eigentlich immer weniger und flacht dann auch, ich möchte sagen, etwas von der Volatilität und vom Reaktionsmuster her immer mehr ab. Ja? Gut, haben wir das? Gehen wir zum nächsten Punkt, Termine. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, wir wollen ja unbedingt, ich habe das hier auf dieser Folie gemacht, bei Punkt 3 keine Überraschungen erleben. Das heißt also, wir müssen uns die Termine, die News dementsprechend raussuchen und festhalten, eben damit wir keine Überraschungen erleben. Und das mache ich unter anderem auch, ich mache mal eben kurz die Seite auf, das war jetzt keine Absicht, kein Augenblick. Gucken, ob ich hier einen Slider. Nein, habe ich nicht. Dann machen wir das mal direkt live. Dafür sind wir ja hier auch am Start. So, kleiner Augenblick. So, das heißt also, das eine, Stichpunkt News, ist der Blick zurück. Was war in der vergangenen Nacht? Wenn es den Blick zurück gibt, den wir unbedingt machen müssen, dann gibt es logischerweise auch den Blick nach vorn. Den Blick nach vorn, damit meine ich den Stichpunkt
Termine. Den kann man sich zum Beispiel hier über diese Seite abholen. Es gibt auch andere tolle Seiten. Das ist eine Seite, die finde ich ganz, ganz, ganz gut. Der ein oder andere kennt sie auch. Einige schreiben investing.com, genau. Hier gibt es so eine Art Wirtschaftskalender, müsst ihr mal schauen, das ist ganz gut gemacht. Hier seht ihr die News nach Relevanz und der erwarteten Volatilität aufgeteilt. Hier wird eigentlich auch relativ ad hoc geliefert. Und was mache ich hier? Was kann man hier ganz gut machen? Man kann hier die anstehenden Termine für den heutigen Tag sich anschauen. Und was sehen wir hier heute? Generell für uns, also es sei vorausgeschickt, irgendwie niemand interessiert sich jetzt hier für, keine Ahnung, das BIP aus Polen oder sowas. Ihr müsst natürlich dementsprechend hier die Märkte filtern und die börsenrelevanten Märkte euch anschauen. Und was sehen wir jetzt hier für den heutigen Tag? Es ist eigentlich, ich habe hier natürlich schon mal reingeschaut, heute nicht viel, was an großen News kommt. Der Kernbereich an News, die noch vor uns stehen, ist 14.30 Uhr. Das sind Erstanträge, das sind die kleinen wöchentlichen Zahlen, die da kommen. Und der Philly-Fed-Index, das sind die Termine um 14.30 Uhr, die hier ja am meisten Relevanz haben. Und das ist zum Beispiel auch so ein Termin, den wir uns unbedingt auf die Agenda eintragen müssen. Der ein oder andere, der den zum Beispiel Agena Trader nicht hat, der kann sich halt einen Wecker stellen oder was weiß ich. Ich selber zum Beispiel nutze den AT und im AT gibt es eine Funktion, hier steht das auch, Finanzkalender. Ich glaube, die haben sogar eine Kooperation mit Investing, ich bin mir da nicht ganz sicher. Da werden diese Themen bzw. die Termine auch aufgeführt und dann machen wir das jetzt auch mal direkt. Wir gehen direkt mal hier in den Finanzkalender rein. Was ich sozusagen mache ist, heute laden, zack. 14.30 Uhr, was mache ich dann immer? Ich stelle mir immer einen Zeitalarm, rechte Maustaste Zeitalarm stellen, die News kommt um 14.30 Uhr. Ich will zum Beispiel, keine Ahnung, 15 Minuten vorher darüber informiert werden, jetzt drücke ich auf OK und 15 Minuten vor diesem Termin spricht, oh Wunder, eine junge Dame zu mir und liest mir hier vor, dass um 14.30 Uhr gleich die Daten kommen. Das heißt also, ich habe mich dahingehend vorbereitet, dass ich jetzt nicht, wenn ich irgendwie traden möchte, getrappt werde, beziehungsweise in eine Situation reinlaufe, auf einer kleinsten Trendgröße zu handeln, die ja, wie gerade schon beschrieben, fragil ist, zerbrechlich ist und 3 Minuten später kommt irgendeine News. Das wollen wir nicht. Gut. Genau. 14.30 Uhr, USA, einziger Termin. Das ist vollkommen richtig. Genau. Okay. Haben wir das auch gemacht? Termine abgeklärt, der Blick zurück, der Blick nach vorn. Nächster Punkt, Übersicht bzw. Screening der Märkte. Das machen wir jetzt mal direkt am Live-Markt und das Ganze nochmal ganz kurz eine Folie vorweggeschoben, sieht bei mir so aus. Es gibt also einen, nochmal, wir wechseln jetzt gleich zum Live-Markt, dann machen wir das direkt da. Das ist jetzt hier nur eine Folie. Es gibt einen, ich habe hier mehrere Monitore vor mir, unter anderem ist auf einem dieser Monitore, der sieht so aus mit den Inhalten, hier bekomme ich relativ schnell einen Überblick geliefert von Märkten, die für mich, für den heutigen Handelstag im Intraday-Handel interessant sein können. Bevor ich auf die Einzelheiten eingehe, warum, wieso, weshalb, möchte ich erstmal erläutern, warum diese Märkte, warum sind die Märkte, die Sie jetzt gerade oder die ihr hier gerade seht, die ich mir jetzt sozusagen hier darstelle. Warum? Was glaubt ihr?
Sind die wichtigsten Märkte, ja, ist okay. Das ist tatsächlich so. Das sind somit so die relevantesten Märkte. Das sind einige, also die höchst liquiden Währungspaare, auf die Futures auch emittiert sind. Das sind die Indexe, Nasdaq, Dow Jones, S&P, Gold, Öl, die kompletten europäischen Märkte. Ist auch der FSMI dabei. Und was glaubt ihr noch? Genau, ich will erstmal generell, sind die größten Märkte, richtig, dort wo Bewegung zu erwarten ist, okay, da komme ich jetzt gleich zu, wir geben einen Überblick, das ist auch korrekt, geben die Richtung vor, Korrelationen zueinander, Korrelationen auf einen Blick zu sehen zwischen den Märkten, ja, jetzt kommt ganz oft das Wort Korrelation. Korrelation, also das spielt für mich jetzt erstmal in, keine großartige Rolle. Warum? Weil ich bin jetzt hier im direktionalen Handel. Das bedeutet, in meiner Welt wird jeder einzelne Markt, den ihr hier seht, durch ein eigenes Orderbuch kreiert. Das bedeutet, jeder Markt tendiert und trendiert für sich. Das ist erstmal meine grundsätzliche Haltung dem Thema Korrelation gegenüber. Das heißt nicht, dass es keine Korrelation gibt, positiver als negativer Korrelation. Ja, Euro zum Gold etc. ist jetzt mal so ein Beispiel. Oder Euro DAX oder sowas. Ja, das gibt es alles. Das ist auch völlig okay, wenn man das mit in seinen Handel einbaut. Das ist auch gut. Aber generell muss man einfach wissen, dass es bestimmte Phasen gibt, wo Märkte mal sehr hoch miteinander korrelieren und dann sind das auch Dinge, die sich wieder auflösen. Ja. Früher war das mal so, das wissen vielleicht noch die, die viele, viele Jahre dabei sind, wenn früher irgendwie der DAX massiv gestiegen ist, dann ist der Bund runtergegangen und umgekehrt ging der Bund massiv rauf, ging der DAX runter. Diese Korrelation, das war so ein Gesetz. Ja. Irgendwie, das hat sich natürlich mit der ganzen Zinsverschiebung etc. Komplett verschoben und diese Korrelation ist da nicht mehr so gegeben, wie sie mal früher war. Die Frage, warum diese Märkte, das ist alles richtig, was ihr so geschrieben habt, aber vor allem, und das ist der Kern, warum ich mir diese Märkte hier angucke, diese Märkte sind die liquidesten Märkte für den Intraday-Handel. Wenn ich im Intraday-Handel unterwegs sein möchte, dann suche ich mir, dann bin ich ja automatisch, habe ich ja auch schon gesagt, auf kleineren oder sogar kleinsten Trendgrößen. Für den einen, ich ersetze das Wort Trendgröße für den einen oder anderen mit dem Wort Zeiteinheit. Das heißt also, ich bin auf den kleinsten Zeiteinheiten / Trendgrößen unterwegs. Wenn ich jetzt auf den kleinsten Zeiteinheiten, zum Beispiel so im 10 Minuten oder sogar Minutenchart, im klassischen Intraday-Handel unterwegs bin, dann will ich mir logischerweise auch die Märkte anschauen können. Und wenn ich dort einen nicht so hoch liquiden Markt habe, zum Beispiel eine Aktie aus dem S-DAX oder sowas, dann kann ich mir da keinen Trend oder keinen Chart vernünftig anschauen und dann macht das Ganze auch keinen Sinn. Wenn ich also den Intraday-Handel veranstalte, dann auf den hochliquiden Märkten. Nächste Frage an euch, wie viele hochliquide Märkte gibt es für den klassischen Intraday-Handel, was glaubt ihr? 10, einer schreibt 10, okay. 15, das ist gar nicht mal so schlecht, das ist korrekt. Es sind ein bisschen mehr, knappe 20 Märkte, es können auch 22 sein oder sowas, also für mich spielen ungefähr so 15 bis 20 Märkte eine Rolle. Und das hier sind diese, jetzt schiebe ich euch mal einen kleinen Augenblick, den Angina Trader in live rein. Ich hoffe, ihr seht auch alles. Dieser Überblick-Monitor stellt die liquidesten Märkte für den Intraday-Handel dar. Da ist der DAX drin, S&P, Nasdaq, Dow Jones, Bund Future, querbeet, ja, bis runter zum ZB, das sind also amerikanische Anleihen und sonstiges. Die habe ich mir jetzt hier sozusagen auf den Schirm gezogen.
um generell erstmal mir einen Überblick zu holen, in welche Richtung tendiert der jeweilige Markt? Habe ich einen Aufwärtstrend? Habe ich einen Abwärtstrend? Oder dritte Möglichkeit, habe ich nichts vorliegen? Nichts bedeutet also trendlos. Ja. Jetzt schreibt der Dieter gerade, sind also nur Future-Märkte. Ja, man darf mich jetzt nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nur direkt den Future für den Intraday-Handel nehmen sollt und dürft. Ganz im Gegenteil, man kann auch den Intraday-Handel sehr geschickt mit CFDs machen, wenn die Spreads stimmen. Aber bei dem Erstliga-Broker CAP bzw. FX Flat, da stimmen die. Das ist mit hundertprozentiger Sicherheit konkurrenzlos, so wie ich den Markt überblickt habe. Fakt ist eins, man kann auch mit CFDs den Handel gestalten, wenn dementsprechend, wie gesagt, auch die Spreads stimmen, müsst ihr mal gucken, wie es bei euren Brokern so ist. Die sollten sich aber vornehmlich auch halt auf die eigentlichen Basiswerte wie diese hier, die ihr gerade seht, beziehen. Ja? Unterschied CFD Future. Also kurz angerissen, ganz kurz angerissen, weil dafür würde die Zeit jetzt hier nicht reichen. Wenn wir über einen CFD sprechen, dann sprechen wir über einen gestellten Markt, ein gestellter Markt. Wenn wir über einen Future sprechen, sprechen wir über einen gehandelten Markt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Kann ich gerne mal an anderer Stelle viel tiefer abtauchen, ist auch sehr interessant. Es gibt viele Leute, die handeln CFDs und die wissen gar nicht, was das überhaupt für ein Produkt generell ist. Das heißt also, der CFD ist eine Art synthetisches Produkt, ist gestellter Markt, und der wiederum hat eine Basis, etc. Aber ich lasse das jetzt mal absichtlich hier stehen, weil das würde sonst zu weit führen. Irgendwie, dann wären wir auch zu weit weg vom Thema. Doch, aber ich kann noch gar kein Future an der Börse handeln. Doch, gerade Futures werden an der Börse gehandelt, eben weil es ein gehandelter Markt ist. Gut, kommen wir zurück. Diese Märkte also hier, vornehmlich die Märkte, die ich auch im Intraday handel, und die stellen gleichzeitig auch die höchst liquiden Werte dar. Und das ist halt extrem wichtig, damit wir hier auch dementsprechend relativ flottiger Hotti im Profit sind. Wenn ich jetzt morgens davor sitze, so wie jetzt gerade mit euch hier, und ich mir diese Märkte anschaue, dann möchte ich mir Märkte raussuchen, hatte ich ja gerade gesagt, die vor allem für den Intraday-Bereich interessant sind. Das heißt, ich muss ja jetzt aus diesen Märkten, die ihr hier seht, irgendwie mal ein paar rausfiltern. Welche Märkte könnten hier für mich heute interessant sein? Ich möchte Märkte haben, die zunächst erstmal tendieren. Nur mal ganz kurz, das sind jetzt hier relativ kleine Darstellungen auf den Trends, das ist mir klar. Wenn ich jetzt hier gleich einen Markt raussuche, der interessant sein könnte, dann werden wir natürlich das Ganze groß darstellen. Dann ziehe ich den auf eine andere Darstellung auch. Hier soll es ja erstmal nur um Überblick gehen. Ich fange mal an, ich mache mal hier einen Stift an. Kleinen Augenblick. Okay. So, welche Märkte interessieren mich? Ich möchte Märkte haben, die generell erstmal tendieren, und zwar in die eine oder andere Richtung. Wir können ja mal oben links anfangen, machen wir es ganz einfach. 6A, das ist die Abkürzung für den australischen Dollar gegen den US-Dollar, ist also ein Future auf einen Währungspaar. Habe ich hier einen Trend, ja oder nein? Im Groben gesehen würden jetzt die meisten sagen, diese Nummer, ja, die ist abwärts. Ja, es ist auch so, richtig. Allerdings muss man, auch das werde ich jetzt hier nicht komplett unterbringen können, muss man Fachwissen im Sinne der Trends auch haben. Trenderklärung können wir auch später nochmal irgendwann durchgehen. Fakt ist, das hier ist der relevante Trend auf Tagesbasis, wohlgemerkt. Und hier sehen wir,
Ich mache es auch mal größer. Da ist momentan gar nichts. Was haben wir hier im nächsten Markt? Das Ding kommt hier massiv runter. Das ist der 6B, britische Pfund gegen den US-Dollar, das Cable. Was haben wir hier? Das sieht relativ shortlastig aus. Es geht ja auch massiv runter. Jetzt gerade aktuell, auch hier so ein Seitwärtsgehirnskill rauf, links, also rauf, runter, ein Schritt vor, zwei zurück. Eine wirkliche Tendenz in dem Markt habe ich jetzt hier nicht aktuell. Hier hatte ich eine, jetzt keine. Was haben wir hier? 6C. Schauen wir mal. Haben wir jetzt auch aktuell nicht wirklich was aufwärts gerichtet. Es ging hier irgendwie runter. Jetzt ging es wieder rauf. Es ist aber nicht so, dass der Markt sauber tendiert. Das ist ebenfalls nichts. 6E, weiß ich jetzt schon, wir haben zwar einen Abwärtstrend, schaut mal, ich mache es mal etwas größer, zack, auch interessant, der wird dargestellt durch dieses, durch die Trenderkennung hier, kommen wir gleich mal zu dem Add-on. Ist das ein Markt, der mich jetzt heute interessieren könnte, was glaubt ihr? Sehr schön, da kommen schon die ersten korrekten Antworten. Ups, kleinen Augenblick, da habe ich euch jetzt, kleinen Augenblick, ich habe euch ganz kurz weggeklickt. Muss ich nochmal wieder zurückholen. Da lege ich euch hin. So, eine Sekunde. Das lege ich hier hin. Und das lege ich da hin. So, vollkommen richtig. Der Markt ist nicht interessant. Der weist zwar einen Trend auf, der steht aber in der Bewegung. Und der ein oder andere, gut, vor allem die Coaching-Teilnehmer, die wissen es logischerweise, richtig, zu weit in der Bewegung. Der ein oder andere fragt jetzt Bewegung, Fragezeichen. Ja, Bewegung. Der Markt ist, schaut mal, ich mache das mal hier, da ist, ich mache das jetzt im Groben, der Abwärtstrend und der steht, packe ich das mal beiseite, halt in der Bewegung. Das ist ein Markt, der aus markttechnischer Sicht jetzt nicht mehr so die, ich möchte sagen, so den Spannungsbogen in sich trägt und auch so ein Momentum geladen oder Momentum oder an bestimmten Stellen nicht mehr so ein Entladen darstellen kann mit Momentum, wie ich es eigentlich suche für den Intraday. Machen wir weiter. Der japanische Yen gegen den US-Dollar, auch hier Abwärtstrend, ja, selbes Spiel. Wir sind hier weit in der Bewegung. Das heißt also, ihr seht, allein nur an diesem, wir sind jetzt fünf Märkte durchgegangen, dass jetzt hier vor allem oftmals der Satz kommt, ist nichts Interessantes dabei, weil wir halt in der Bewegung stehen. Ich suche also Verortungen, die für mich im Intraday-Handel eine gewisse, ja, Spannung mitbringen, die ich untergeordnet dahin ausnutzen kann, dass der Markt dementsprechend ja, sich in die eine oder andere Richtung entlädt. Schauen wir mal Öl an. Da haben wir einen aufwärtsgerichteten Markt. Das ist jetzt ein Markt, den finde ich interessant. Warum finde ich den interessant? Wir haben einen aufwärtsgerichteten Markt, schaut mal. Und was haben wir noch? Wir haben, ich mache das jetzt mal, ich visualisiere euch das jetzt mal hier mit dem, mit diesem Indikator. Ich gehe jetzt mal ganz tief rein. Offene Tageshochs über uns. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Wir haben also heute noch das Tageshoch von heute über uns und das Tageshoch von vorgestern. Und das stellt auch gleichzeitig einen Punkt 2 dar. Okay. Und das ist ja nicht die uninteressanteste Nummer. Könnte man sozusagen mit auf die Watchlist packen. Lassen wir mal, haben wir den Haken dran gemacht. Was haben wir hier für einen Markt? 6N, Abwärtstrend, das ist jetzt auch nicht die schlechteste Nummer, die wir hier sehen. Dieser Abwärtstrend, der ist intakt und der steht wo? In der Korrektur. Ich mache das auch mal etwas größer. Da geht er runter, rauf, runter, rauf. Das ist ein Markt, der steht in der Korrektur. Das heißt also, was hier interessant ist, könnte diese Nummer nach unten sein. Das da könnten wir untergeordnet dementsprechend dann ausnutzen. Also machen wir auch ein Häkchen dran, gucken wir uns auch später an. 6S,
Ich habe jetzt gerade hier mal eine Frage. Das Öl steht auch in der Bewegung? Fragezeichen. Nein, noch nicht. Wenn es hier oben stehen würde, dann ja. Aber wir wollen ja sozusagen die Bewegung für uns ausnutzen. Also das ist jetzt noch nicht völlig uninteressant, ne, für uns. Gucken wir uns nochmal 6S an, der Schweizer Franken gegen den US-Dollar. Was haben wir jetzt hier? Auch ein Abwärtstrend, generell erstmal so eine Abwärtstendenz. Das ist jetzt auch nicht die schlechteste Verortung. Der ist jetzt, ich habe heute Morgen schon mal reingeguckt, da ist natürlich jetzt in den ersten Stunden relativ wenig los. Wir können gucken auch mal rein. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Häkchen dran. Warum? Weil die Verortung hier generell nicht schlecht ist. Also wir haben einen Abwärtstrend, schaut mal. Der steht jetzt auch, ich lasse das jetzt mal ganz kurz an, so ein Stück weit in der Korrektur. Und jetzt kann hier natürlich nach unten dementsprechend der nächste Bewegungsschub kommen. Es sind auch weitere Aspekte, die für diesen Trade sprechen, für diese Spekulation vor allem sprechen. Kommen wir später auch zu. Ich lasse das mal hier soweit mit dem Haken drin. So, die drei Märkte haben wir. Dann ES. Im ES generelles Bild erstmal, es ging ja massiv rauf, dann gab es eine heftige ja, Abverkauf, Crash, wie man es auch immer nennen möchte. Hier sind dann sozusagen einige Leute mal rausgeschüttelt worden, der Markt hat sich dann in so Trends gefangen, die sind dann auch wieder kaputt gegangen, wieder nach aufwärts, wieder abwärts, wir hatten hier wieder so eine Abwärtstendenz rein und dann hat der Markt sich relativ schnell nach oben bewegt. Wir haben jetzt hier, schaut mal, um einen Aufwärtstrend da oben, nach oben. In dem Moment, wo wir hier drüber gegangen sind, ist der Aufwärtstrend wieder intakt. Der war hier kurz abwärts gerichtet, knallt hier oben drüber, damit sind wir wieder intakt. Und jetzt sind wir hier in einer Korrektur. Das ist das Hoch, stellt so eine Art P2 dar. Und was haben wir jetzt hier noch? Und das ist ganz interessant. Schau mal, auch das kann man sich über das Add-on sehr gut darstellen. Nicht nur, dass wir einen Aufwärtstrend hier haben, sondern das macht das Salz in der Suppe aus. Schaut mal, wir haben hier noch einige offene Tageshochs, die trendkonform verlaufen. Das heißt also, dieser Aufwärtstrend, also dieses größere Bild hier, dieser Aufwärtstrend, der ist intakt. Jetzt geht der Markt runter und hinterlässt uns 1, 2, 3, 3 Tageshochs, wovon das eine sogar noch ein P2 darstellt und das eigene Tageshoch noch von heute. Okay. Nichtsdestotrotz, die Korrektur könnte natürlich auch noch weitergehen. Hier ist natürlich noch ein Tagestief und da ist auch noch eins. Ne? Auf der Short-Seite wäre ich jetzt hier nicht so gern unterwegs, weil die Gesamtmarktdynamik einfach aufwärts gerichtet ist. Machen wir aber trotzdem ein Häkchen hinter für einen Long-Kandidat. Passt soweit. DAX, dasselbe Bild. Hier spielen jetzt Korrelationen eine Rolle. DAX, dasselbe Bild. Das Ding ist aufwärts gerichtet und den DAX würde ich euch gerne jetzt mal direkt etwas größer zeigen. Den schiebe ich jetzt mal für den Augenblick, schiebe ich das mal hier hoch. Und noch mal eben ganz kurz hier, zack, die Nummer an. Gehen wir mal auf Tag, Stunde. Gehen wir jetzt hier ganz kurz den FDAX ein. Und schauen uns das Spektakel an. So, der DAX, ne, Moment. Da stimmt aber irgendwas nicht mit dem da, kleinen Augenblick. Der sieht hier aber ganz anders aus. Müssen wir hier nochmal die Daten neu laden. Okay, das ist der Stundenchart, da kann das natürlich nicht sein. Wir wollen ja auf den Tageschart. So, da ist er. Der DAX kommt hier unten, also das ist jetzt der Future, ich müsste jetzt mehr Historien laden, müsste ja hier jetzt auf einem anderen System sein. Wartet mal eben ganz kurz, das machen wir jetzt auch der Correctness halber. Wo habe ich jetzt hier den DAX? Da ist der DAX. So, schauen wir mal hier ganz kurz rein. So, DAX auf Tagesbasis. Mega viel Historie. Das Ding ist jetzt massiv gestiegen mit dem All-Time-High auf die 3,75 Roundabout da oben.
und ist dann, so wie die anderen Indizes weltweit ja auch, massiv hier in die Grütze gegangen. Dicker Abwärtstrend hier runter. Und der Markt bewegt sich seit dem Tief, ich glaube 11,7 oder was, jetzt in einem Aufwärtstrend auf Tagesbasis nach oben. Also das ist das Gesamtbild. Jetzt hatte ich gerade gesagt, mit einem Trend auf Tagesbasis nach oben. Schaut mal, was ich euch jetzt zeige. Der ein oder andere, der schreit heute noch, wir sind in einem Abwärtstrend. Sind wir in einem Abwärtstrend? Auf gar keinen Fall. Als die meisten noch schrieben, wir sind im Abwärtstrend, hat Olli gesagt, guck mal, es geht wieder rauf. Da geht es nämlich wieder rauf. In einem sauberen Trend, da ging er nochmal kaputt. Hier sind wir wieder intakt und der Markt geht rauf und ist jetzt wieder in der Korrektur. Jetzt zoome ich mal etwas rein, damit ihr was seht. Das mache ich mal ganz kurz raus. Also, wir haben hier einen Aufwärtstrend, der sich jetzt hier hochschraubt. Was hier auch ganz interessant ist, ist jetzt was? Schaut mal. Will er aber nicht. Okay, kein Problem. Die offenen Tageshochs hier. Einverstanden? Wir haben jetzt hier noch einige offene Tageshochs. Auch das oberste hier stellt wieder den P2 dar. Wenn ich jetzt hier die Nummer aufklappe, das werden wir ja später dann auch machen, und da mal reingucke, in den untergeordneten Trendgrößen, dann suche ich mir natürlich Kandidaten auf der Long-Seite, um mich eben möglichst hier durchspülen zu lassen. Okay? Also mal gucken, warum das jetzt hier auf dem Chart nicht funktioniert. Auf dem Chart hier oben, schaut mal, wenn ich jetzt hier draufklicke, da funktioniert es. Ja? Da werden mir jetzt die offenen Tageshochs angezeigt. Jetzt mische ich mich mal ganz rein. Zack. Das Tageshoch von heute ist noch offen, das vom 16. und das vom 11. sozusagen ist noch offen. Ja? Und das Ganze oben stellt auch, wie gesagt, ein P2 dar. Gut, so viel zum DAX. Den haben wir jetzt auch mal mit. Mache ich jetzt hier mal einen Haken dran. Kommen heute doch schon etwas mehr Märkte zusammen als sonst. Das ist gut. Eurostox, logischerweise dasselbe Bild. Mache ich direkt einen Haken dran. Hier habe ich ja auch noch habe ich auch einen relativ schönen Aufwärtstrend. Da ist er. Fast schon eine seitliche Korrektur. Der Eurostox ist jetzt auch kein Markt, der wahnsinnig viele Punkte aufweist am Tag. Nichtsdestotrotz ist es ein Aufwärtstrend. Und auch bei dem Markt haben wir, da seht ihr es, zoome ich mich mal rein, auch sehr schön dargestellt hier, noch die ganzen offenen Hochs. Sehr interessant. Bund Future, den hatte ich, das ist ein Markt, der auch sehr interessant, den mache ich jetzt mal pauschalen Haken dran, weil ich den auch sehr gerne handle. Warum, wieso, weshalb? Wir hatten auf der, wir geben seit kurzem so ein bisschen, so ein Newsletter kann man nicht sagen, aber wir picken mal hier und da einzelne Märkte raus und beleuchten die aus markttechnischer Sicht. Und hier war es so, dass wir einen relativ schönen Aufwärtstrend hatten, der hier so hochgegangen ist, in der Korrektur stand. Und hier hatten wir gesagt, hier kann sich untergeordnet wieder ein Trend aufbauen in diese Richtung, auch diese ganzen massiven Hochs angreifen. Das ist möglich. Hatten wir also eine komplette Trade-Idee mal zusammengefasst und haben aber auch gleichzeitig mit einer Fußnote darauf hingewiesen, dass so ein Gesamtmarkt auch mal generell drehen kann. Das heißt also, ich mache das Blaue jetzt nochmal ganz kurz weg, dass dieser Aufwärtstrend, der hier in Grün da ist, auch relativ schnell drehen kann. Er war hier in der Korrektur, da war er noch grün, immer noch grün, immer noch grün. Und in dem Moment, wo wir hier drunter gegangen sind, war genau das, was wir so mit einer Fußnote auch in den Hinterköpfen hatten. Es kann sein, dass der Gesamtmarkt auf der GWL dreht und das hat er auch getan. Und das seht ihr hier, massiv abverkauft worden vor ein paar Tagen. Der hat die kompletten Tiefs hier rausgenommen und das wird dementsprechend auch hier vom Edwin angezeigt. Wir haben also jetzt einen Abwärtstrend, der in der Korrektur steht. Was haben wir jetzt hier im Grunde genommen noch unter uns? Sehr sexy, auch hier wieder in blau dargestellt, das eigene Tagestief, noch ein Tagestief, das wiederum stellt ein P2 da, hier unten runter geht auch noch was, kann dementsprechend auch noch weiter Bewegung nach unten stattfinden. Deshalb kriegt auch dieser Markt ein Häkchen. Gold, ein Markt, den ich auch sehr gern handle. Okay, ich lese gerade so im Hintergrund eine Nachricht. Okay, weiß ich Bescheid, Mario. Habe ich jetzt nicht dran gedacht.
Ein dicker, fetter Abwärtstrend, aber auch hier, einige sehen es ja schon, es springt einem ins Gesicht, der Markt ist für mich heute hier eher uninteressant für den klassischen Intraday-Handel aus Sicht der Markttechnik, weil das Ding steht weit in der Bewegung, ist nix. FSMI, ähnliches Bild, hier wieder ein anderes Bild, so wie die anderen Indexe, das ist ein Aufwärtstrend, der gerade korrigiert. Wir sind, glaube ich, gerade dabei, das Tagestief von gestern rauszunehmen. Das sind keine Situationen, die ich in meinem Intraday-Handel suche. Ganz im Gegenteil, ich warte hier logischerweise auch wieder was ab, bis die Drehung erfolgt, irgendwie untergeordnet, bis der Markt nach oben drängt. Und vor allem, da sind sie sehr schön dargestellt, die Nummern hier attackiert. Da möchte ich dabei sein, weil ich möchte, wenn es abgeht, vor allem dabei sein. Professioneller Handel ist dabei sein, wenn es abgeht. Muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, da ist sehr viel dran an dem Satz. Und wenn der Markt hier oben durchgeht, eben durch diese Hochs etc. und dann kann da dementsprechend dieses Momentum, was ich suche, auch sehr schön entstehen. Mache ich auch mal ein Häkchen dran. So. Ich hoffe, das geht einigermaßen hier mit der Galerieübersicht, dass es jetzt nicht zu krass klein bei euch drüben ankommt. Wie gesagt, ich mache jetzt hier überall meine Häkchen oder auch nicht dran und dann stelle ich den einzelnen Markt in groß dar. Nasdaq, ähnliches Bild. Was haben wir hier? Aufwärtstrend auf Tagesbasis, passt also. Und hier sind wir im Grunde genommen auch gerade dabei, so ein bisschen zu korrigieren, untergeordnet, sind die mittleren Trendgrößen gerade dabei, sich so ein bisschen auszutoben auf der Südseite, ist auch völlig okay. Aus Sicht hier und heute würde ich natürlich lieber, wenn ich untergeordnet im Intraday-Handel rumturne, auf der Long-Seite rumturnen und handeln. Warum? Weil der Gesamtmarkt einfach aufwärts gerichtet ist. Ich habe hier auch, ihr seht, wisst ihr schon, na, komm mal her, so. Da sind sie, die noch offenen Tageshochs. Ja? Also sehr interessante Situation und deshalb kriegt der Markt hier auch direkt mal ein Häkchen. Kriegt er auch ein Häkchen hier. Und beim Dow Jones, auch hier, jetzt mache ich es mal ganz klein, so, ganz runter. Was haben wir hier? Der Markt ist generell jetzt hier oben drüber wieder intakt. Wenn wir hier oben drüber gehen, ja sowieso. Hier habe ich jetzt auch noch das Tageshoch von heute, gestern, vorgestern und das Ding hier oben, was auch gleichzeitig noch ein P2 darstellt. Kriegt auch ein Häkchen. So, damit haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Märkte, die generell erstmal nicht ganz uninteressant sind und die für den Handel vielleicht etwas bereithalten. Was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt gehe ich wieder zurück zu meiner PowerPoint-Geschichte. Das legen wir nochmal ganz kurz hier beiseite. Einen Blick. So. Zack. Zack. Da ist die Geschichte. Auf diese Folie gehen wir zurück. Ob die Galerieansicht Standard ist im AT, das weiß ich, glaube ich, nicht. Das kann ich nicht beantworten. Es kann sein, dass das ein Zusatzfeature ist, den man kaufen kann, muss, weiß ich nicht. Müsst ihr euch mal auf der Seite von AT erkundigen. Genau, zum Add-on kommen einige Fragen, machen wir auch gleich. Genau. Wir haben also die News besprochen, Termine haben wir einen Haken dran, Übersicht bzw. Screening der Märkte generell, welche Märkte kommen heute so in Frage. Und jetzt filtern wir mal das Ganze nach Sweet Points und machen eine Top-Down-Analyse. Was das ist, das erkläre ich jetzt und setzen auch dementsprechend Alarme. Das heißt also, diese letzten drei Punkte, die machen wir jetzt in einem Abwasch. Gut, dann wieder zurück zum AT. Doing.
Wir hatten gesagt, fangen wir mal einfach mit dem DAX an. Das ist völlig okay. Jetzt gehe ich in den Intraday-Reiter. Und jetzt suchen wir uns mal den DAX raus. So, nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung. So sah der DAX auf Tagesbasis aus. Einverstanden? Für den einen oder anderen ist das sicherlich zu schnell. Ich bemühe mich da sozusagen jeden mitzunehmen. Nochmal hier Aufwärtstrend auf Tagesbasis. Wir haben einige offene Tageshochpunkte über uns, die auch gleichzeitig P2 von anderen Trendgrößen darstellen. Die gucken wir uns jetzt mal untergeordnet an. Auf kleineren Zeiteinheiten, ich lösche das jetzt mal hier alles raus, weil das, was wir hier einzeichnen, sehen wir logischerweise auch auf der untergeordneten. So. Jetzt. Wir sind jetzt auf einem 10-Minuten-Chart. Die offenen Tageshochpunkte, die ich gerade angesprochen habe, sehen wir hier. Wenn wir jetzt also tendenziell davon ausgehen, dass wir long gehen möchten, brauchen wir erstmal was in unserem Handel? Wir können jetzt hier nicht einfach pauschal long gehen, sondern wir brauchen ein Setup. Setups bedeuten, ich brauche ein valides Setup im Sinne von einer Großwetterlage als auch einer Signallage. Habe ich jetzt gerade aktuell die Möglichkeit, long oder short zu gehen? Richtig eine Tendenz aufweisen tut der Markt in dem Moment, wo er zum Beispiel wieder einen Stift hier oben drüber geht, dann hätten wir hier sozusagen, geht er da hoch, runter, das hat er gemacht, wenn er da rüber geht, haben wir hier eine Tendenz nach oben, haben wir einen Aufwärtstrend. Und jetzt muss man sich fragen, darf ich diesen Aufwärtstrend gerade handeln? Eher nicht. Ich habe keine übergeordnete Trendgröße, die sauber in die Richtung tendiert. Schaut mal. Pardon, jetzt habe ich mich vertan. Kommando zurück. So, das wollte ich. So, ich gehe mal hier drauf, machen wir mal den FDAX auf. FDAX 30. So. Dann hätte ich eine Trendgröße, ja. Jetzt müsste man sich die Frage stellen, wenn das hier die Ebene ist, die ich handeln möchte, dann stellt das ja hier meine Signallage dar. Darf ich einfach so eine Signallage handeln? Nein, darf ich nicht. Ich brauche also noch eine übergeordnete Trendgröße, die dementsprechend mir die Erlaubnis gibt, diese zu handeln. Ist diese intakt? Eher nicht. Die wird jetzt gerade hier rot angezeigt. Schaut mal. Der DAX, das ist jetzt auch ein Markt, ihr seht gerade, der Markt tendiert jetzt hier so ein bisschen da so runter. Noch sind wir hier nicht sozusagen aufwärts gerichtet. Gehen wir jetzt hier oben drüber über dieses Hoch, dann sind wir relativ schnell auch auf der Stunde aufwärts gerichtet und dann könnten wir auch untergeordnet auf 10 Minuten Gas geben. Von daher würde diese Trendgröße, diese kleine Trendgröße jetzt keinen Sinn machen. Okay? Dürfen wir nicht. Nichtsdestotrotz, es gibt ja noch die Kombination, noch tiefer reinzugehen, sprich also nicht die mittlere Trendgröße, die Stunde als Großwetterlage zu nehmen, sondern die 10 Minuten Trendgröße, sprich der kleine Trend, als Großwetterlage zu nehmen. Und dann sind wir jetzt hier in dieser Kombination, sprich, wenn der Markt jetzt hier so drüber geht, dann hätten wir hier oben, schaut mal, ich mache das auch mal links, rechts groß, wenn wir hier drüber gehen, das wäre dieses Hoch hier, dann würden wir ja hier auf den 10-Minuten-Markt tendieren und dann hätte ich auch eine Großwetterlage, die mir erlaubt, diesen kleineren Trend, wenn er sich dann hier etabliert, nach oben zu handeln. Ist aber noch nicht da, nichtsdestotrotz, was nicht ist, kann ja noch werden. Also lege ich mir hier was in den Markt rein und das ist der nächste Punkt, den hatten wir gerade auf der Folie gesehen, was muss ich mir hier in den Markt,
was muss ich mir hier reinlegen? Ein Alarm. Und das ist eine der coolsten Funktionen, den die meisten irgendwie komischerweise nie wirklich benutzen, das da. Ich lege mir jetzt erstmal wahllos in den Markt, nicht ganz wahllos, ich lege mir jetzt erstmal hier einen Alarm hin, weil ich möchte, dass der Markt mich einfach nur darauf aufmerksam macht, wenn er da hochgeht. Dann will ich, dass er das nicht tut, ohne dass ich das mitbekomme. Einverstanden? Das ist die eine Geschichte. Was kann noch passieren, dass der Markt generell, schaut mal, und jetzt mache ich mal hier die 10 Minuten Nummer groß, dass der Markt natürlich nicht nur hier hochgeht und so einen Trend etabliert, sondern er könnte ja auch hier runtergehen, dadurch gehen und dadurch gehen, da ist auch noch ein Tief, und dementsprechend auch noch Bewegung nach unten aufweisen. Einverstanden? Auch das möchte ich, dass der Markt mir bitte einen Hinweis gibt, wenn er das tut. Also lege ich mir auch hier einen Alarm hin. Und das, was ihr hier seht, mache ich jeden Tag. Ich fange also die Märkte mit Alarmen ein. Ich möchte nicht, dass der Markt in die eine oder andere Richtung geht, ohne dass er mich darauf aufmerksam macht, dass ich zumindest mal einen Blick drauf werfen kann. Und jetzt sehr wichtige Information, nur weil der Markt an der einen oder anderen Stelle einen Alarm auslöst, heißt es nicht, dick unterstrichen, dass es auch sofort zu einem Trade kommen muss. Ja, das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Genau, mit dem Setzen von Alarm erspart man sich auch andauernd auf den Markt zu schauen und unnötig aktiv zu werden. Das ist der Grund, warum wir gerade gesagt haben, wir filtern erstmal aus allen Märkten, die für den Intraday-Handel in Frage kommen, so die wichtigsten raus, reduzieren das Ganze auf die paar Märkte, die wir für ganz ja, gut erachten. Und dort bei denen wiederum setzen wir dann halt dementsprechend Alarm. Oliver, so, ja, bitte. Ich habe eine kurze Frage. Du hast ja gerade auf verschiedenen Trendgrößen das gezeigt, ne? Also Kombination 10 Minuten mit 1 Minuten Chart, ne? Oder 10 Minuten mit einer Stunde. Wie entscheidest du denn jetzt, auf welcher Trendgröße du handelst oder kombinierst du auch eine kleinere mit einer mittleren Trendgröße, dass du jetzt, sagen wir mal, im 1-Minuten-Chart long gehst und später dann auch nochmal in der größeren Trendgröße? Oder wie gehst du davor? Ja, ich erkläre das erstmal ganz kurz für den einen oder anderen, der jetzt nicht ganz so tief in der Materie drin steckt. Also wir haben markttechnisch gesehen einen großen Trend. Und dann gibt es die nächste Kombination ist ein, ich mache das jetzt mal, mittlerer Trend. Die nächste Kombination ist ein, ups, kleinen Anblick. Die nächste Kombination ist ein kleiner Trend. Das hier ist der Tageschart, das stellvertretend, wenn wir über Zeiteinheiten sprechen, die 60-Minuten-Nummer, das ist die 10-Minuten-Nummer und diese Kiste jetzt hier ist die, damit es alles schön sauber bleibt, ist die 1-Minute. Das ist dann so der kleinste. Was ich als Markttechniker zwingend brauche, ist eine Großwetterlage, sprich die übergeordnete Trendgröße, die mir die Erlaubnis gibt, in meiner Signallage zu handeln. Sprich, ich brauche immer die Kombination zweier Märkte. Das hier können die Kombinationen sein. Ich kann die Großwetterlage, Tagesbasis, als Großwetterlage nehmen und gehe dann in den untergeordneten Trend der 60 Minuten und suche mir da meine Trends, genauso wie diese Kombi, genauso wie diese Kombi. Der Anfänger neigt immer gerne nur in eine Trendgröße zu gucken, das ist die Signallage, sehr signallagenlastig, möchte ich sagen. Wichtig ist immer die übergeordnete Trendgröße, die ja sozusagen die Frage beantwortet, wer kauft nach mir. Und wenn ich jetzt, ich zoome mich jetzt nochmal in den DAX rein, bitte das mal vom inneren Auge behalten, wenn ich jetzt hier einen Trend auf 10 Minuten bekommen würde, der jetzt darauf, runter und rauf geht, dann könnte ich diesen Trend auf 10 Minuten, jetzt gehe ich wieder zurück, als meine Großwetterlage nehmen und könnte sozusagen in der untergeordneten auf der Minute handeln. Ja? Geht der Markt jetzt hier in einem durch, als Beispiel, dann hätte ich auch irgendwo wieder die Stunde intakt, die jetzt hier noch eher mehr abwärts gerichtet ist. Aber wenn der Markt jetzt von da unten direkt hier hochgehen würde,
Ich hoffe, es sind jetzt nicht zu viele Striche. Ich bin eigentlich so eher mehr der Minimalist. Ich will Sie auch nicht hier von der Informationsflut fluten, aber geht jetzt gerade nicht anders. Fakt ist, wenn der Markt jetzt hier oben durchgehen würde, dann hätten wir jetzt wieder so tendenziell die Stunde auch intakt und dann könnte ich, jetzt gehe ich wieder zurück, diese Kombination wählen. Okay? Für welche Kombination ich mich entscheide, das hat immer was auch mit der Volatilität des Marktes zu tun und auch mit der Verortung generell. Wo ist was über bzw. unter mir, was ich realistisch mit meiner Trendgröße auch erreichen kann? Wenn meine Spekulation darauf ausgerichtet ist, ich räume jetzt mal hier ganz kurz auf, damit ich die meisten Leute jetzt hier nicht erschrecke mit dem ganzen Gekritzel. Wenn meine Spekulation darauf ausgelegt ist, mir hier die Tageshochs, vor allem die Nummer und die Nummer hier zu holen, dann muss ich mich fragen, kann ich das realistischerweise zum Beispiel mit so einer Trendgröße erreichen? Nochmal, wir sind ja jetzt hier von der Kernthematik im Intraday-Handel und so eine Trendgröße hier auf der Minute, die bringt ja nicht nur eine erhöhte Fragilität mit sich, sondern ich muss, und das ist ganz wichtig, auch was im Hinterkopf haben, dass so ein Trend nur eine ganz bestimmte Lebensdauer hat. So ein Trend auf der Minute, der läuft keine 8 Stunden. Okay? Der hat nur eine gewisse Lebensdauer. Wenn ich jetzt also den Trend, diesen hier handel, sprich das als meine Signallage nehme, mit dem konkreten Einstieg, mit dem konkreten Einstieg, mal so an so einem P2 mit dem Stop an P3, da muss ich mich fragen, hat diese Trendgröße auch die Chance, sich so lang zu machen, dass der meine Ziele hier oben abrasiert? Also, beziehungsweise das Ziel ist eigentlich noch ein Stück weit höher, aber das sind jetzt Aspekte, die meinen Trade unterstützen, die also für meinen Trade sprechen. Okay? Das heißt also, bevor ich trade, muss ich mir bewusst sein, hey, jede Trendgröße für sich hat eine gewisse Stabilität, / Fragilität auf den kleineren Zeiteinheiten und nur eine gewisse Lebensdauer. Und wenn ich sehr nah an solchen Punkten bin, ich nenne diese Punkte gerne Sweet Points, und das Risiko übersichtlich ist, dann bin ich gerne bereit, auch diese Trendgröße zu handeln, sogar teilweise sehr aggressiv mit hohen Positionsgrößen, weil das hier ist so ein Make-it-or-break-it-Trade dran. Wenn ich jetzt zoome ich mich wieder mal hier oben rein, geht der Markt jetzt also hier oben drüber und kreiert diese GWL auf 10 Minuten, geht runter und macht jetzt untergeordnet diesen kleinsten Trend. Hinterlässt er ja wieder ein Hoch, noch ein Hoch, Tageshoch, Tageshoch und dann möchte ich hier so dementsprechend durchgespielt werden. Das ist Markttechnik. Das ist, ich möchte sagen, oder so strukturiert man auch seinen Handel, dass man im Vorfeld sich eine Taktik überlegt, die man dann dementsprechend an der einen oder anderen Stelle dann auch anwendet. Soweit die Frage beantwortet, Andreas, oder noch irgendwo? Ja, nee, vielen Dank. Ja. Gut, okay. Gut. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit von diesem Long-Szenario gesprochen. Ich hatte aber auch eingangs erwähnt, dass man mal schauen soll, es muss ja nicht so kommen. Ich kann das ja nicht einfordern vom Markt. Ja, irgendwie. Der Markt interessiert sich nun mal nicht für den Herrn Najar. Schade, so ist es. Das sind die Realitäten des Marktes. Es kann also auch ganz anders kommen. Und ganz anders kommen kann was? Indem der Markt sagt, ich gehe eben nicht da hoch, ich werde halt komplett abverkauft. Ja, und nehme mir irgendwie das tief raus, das, ich habe es ja hier schon eingezeichnet, und gehe hier Richtung Süden. Dann kann man halt, das muss man auch intraday entscheiden, ob man eben jenes Standbein wechselt, Auslage wechselt, wie beim Boxen, und sagt, okay, nehme ich den Quickie jetzt mit runter. Das ist aber eine besondere Herangehensweise, die kann ich jetzt hier auch nicht komplett abfrühstücken, weil da sind viele Skills auch gefragt, jetzt in so einer Verortung auf der Short-Seite, das kann mal sehr momentumgeladen nach unten gehen, aber man muss ganz genau wissen, wann nimmt man auch das Geld vom Tisch. Gerade im Intraday-Handel, da starten ja viele, muss man einfach mal sagen, die meisten Leute, die starten ja aus so einer 5- oder 10-Minuten-Nummer
wird ja auch da draußen immer so als das Maß der Dinge verkauft, der intra der Handel. Und haben sogar vielleicht mal Geld auf der Uhr stehen irgendwie, aber nehmen es nicht zur richtigen Zeit mit. Das ist dann ein anderes Thema, das kann man jetzt hier nicht, wie gesagt, noch unterbringen. Aber das soll man nur so am Rande erwähnt sein. Gut, der DAX, also Alarme gesetzt. Schauen wir mal, was da so passiert. Es ist jetzt irgendwie 20 nach 10. Richtig viel passiert. Ich lösche das jetzt bitte nochmal irgendwie, damit es nicht too much wird. Richtig viel passiert ist hier heute nicht. Ja, wir sind inside. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ding jetzt hier entwickelt. Ja, ich persönlich, wissen tue ich es natürlich nicht, deshalb nennt man es ja auch eine Spekulation. Denke jetzt nicht, dass sich das in den nächsten Minuten unbedingt so sehr stark ändert. Also gehen wir hier oben drauf, dann hätten wir einen. Jetzt müssen wir halt fragen, darf man dann direkt loslegen? Wenn es soweit ist, leuchten wir da nochmal drauf, darf man nämlich nicht, weil es gibt noch ein paar weitere Punkte, die man beachten muss. Gut, gehen wir mal zum nächsten Markt und dann wird sich mit den kommenden Märkten immer mehr Routine einspielen. Suchen wir uns mal, kleinen Augenblick, wie wäre es? Aha. Hier suchen wir uns mal Öl raus. Wir nehmen den Markt. Auch da gehe ich mal wieder zurück hier hin und schauen uns mal Öl an. Ich fange jetzt trotzdem noch mal auf Tagesbasis an, den mal ganz kurz herzuleiten. Lass das Bild hier im Hintergrund. Das hier ist Öl. Wir hatten einen Aufwärtstrend, der jetzt hier in diesen Bewegungsarm übergeht. Wir haben über uns noch das Tageshoch von heute, das Tageshoch von vorgestern, stellt auch gleichzeitig ein P2 dar. Wir denken den Markt ein Stück weit weiter voraus, ganz wichtig, das ist das Tagestief von gestern, vorgestern und vorvorgestern, haben wir im Hinterkopf. Jetzt tauchen wir mal tiefer ein. Also, fangen wir an mit... Kein Augenblick, so. Fangen wir mal mit der 60-Minuten-Nummer. Wir haben gerade Tagesbasis gesehen. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal auf Stunde an. Na, lade mal. Will er nicht. Okay. So, da ist er. So richtig ganz, ganz, ganz astrein, na doch, kann man nennen, der Markt tendiert hier hoch. Wir haben hier so ein Seitwärtsgedöns, geht runter. In dem Moment, wo wir hochgehen, tendiert der Markt wieder nach oben. Das, was wir jetzt hier sehen, ist ein Aufwärtstrend, der leicht in diese Korrektur reingeht. Wir sind auf der Stunde. Was haben wir halt über uns? Hatte ich ja gerade schon erwähnt, das aktuelle Tageshoch von vorgestern, glaube ich, war es. Es kann sein, dass der Markt weiter hochdrängt, kann aber auch sein, das haben wir im Hinterkopf, dass der Markt weiter Luft holt und erstmal tiefer in die Korrektur abtaucht. Okay? So viel zur Stunde. Jetzt gehen wir runter auf die 10 Minuten. Sorry, so 10 Minuten. Genau. Tendenziell, ja, geht der Markt zwar hoch, aber wir sehen es irgendwie, der hat hier mal oben nur, das ist so ein Klassiker auch, ja, mal so die Hochs angelutscht und geht auch direkt wieder runter in die Korrektur. Wir pendeln hier seitwärts. Das ist kein Markt jetzt aus dem Blickwinkel Intraday, der sauber tendiert und trendiert. Das ist aber eine Grundvoraussetzung, die wir haben wollen, um überhaupt unser hart und mühsam erarbeitetes Geld, ich unterstelle Ihnen jetzt mal alle, dass Sie in der Regel noch normal arbeiten gehen, dass wir hier unser Geld hier reinschmeißen in den Markt. Das macht keinen Sinn, deshalb stelle ich mich jetzt mal protektiv davor.
und sage, das ist ein Markt, der interessiert mich jetzt intraday nicht so sehr. Trotzdem, was mache ich jetzt? Mache einfach mal Alarm da oben hin, Alarm hier unten hin, um mir das anzeigen zu lassen. Ne? Falls mal irgendwie Bewegung in die eine oder andere Richtung passiert. Das war es eigentlich schon. Mehr brauche ich mir hier gar nicht anzugucken. Das macht keinen Sinn. Schauen wir, gehen wir wieder zurück zu unserer anderen, zu den anderen Märkten, die wir uns rausgesucht haben. Schauen wir uns mal, was können wir uns annehmen? Schauen wir uns mal die Nasdaq an. Das ist okay. Nasdaq. Achso, sorry, Nasdaq, hat man ja gesagt, ist ein Aufwärtstrend, leicht korrektiv gerade unterwegs. Wir haben heute auch einen fallenden Tag, Tagestief von gestern, Tagestief von vorgestern, eigenes Tageshoch von heute, von gestern, vorvorgestern und die Nummer hier oben stellt ein P2 dar. Generell tendieren wir eher mehr dazu, jetzt, wenn wir hier rumtouren, eher mehr das Long-Szenario zu favorisieren. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal untergeordnet an. Da werden wir logischerweise eher mehr etwas feinen Markt sehen. Das sieht man ja schon auf Tagesbasis. Da ist der Markt eingezeichnet jetzt durch die blauen Linien, die einzelnen Tageshochs. Die kann man sich ja auch dementsprechend darstellen. Fakt ist, wir haben jetzt gerade aktuell einen fallenden Markt. Ist jetzt nicht meine Welt. Hier würde ich eher mehr ein Long-Szenario suchen. Und hier wieder dasselbe Spiel. Ihr erinnert euch an die vier Trendgrößen. Klein, kleinst oder mittel, klein. Das sind zwei Kombinationen, die gehen. Hier gibt es jetzt gerade aktuell keinen akuten Handlungsbedarf auf der einen oder anderen Seite. Okay, von daher hauen wir einfach mal Alarme hier rein und auch darunter, so dass ich den Markt weiter begleiten kann. Und ihr seht, so reduzieren sich die Märkte selbst in der Auswahl, die wir getroffen haben. Weiterhin gibt es, also es läuft darauf hinaus, sich die besten Perlen auszusuchen und man verhindert dadurch eben diese Punkte, die ich eingangs erwähnt habe, dass man hier so wahllos meint, man müsste in der einen oder anderen Situation anfangen, zwingend zu traden. Wenn nichts ist, dann wird halt nicht getradet. Gibt es Fragen bis hierhin oder irgendwelche Wünsche an Märkte, die wir uns mal anschauen können oder sollen? Okay. Von mir vielleicht eine kurze Frage, Olli. Ja, bitte. Würdest du jetzt, wenn du Einzelaktien oder ETFs analysierst, da genauso vorgehen? Oder, absolut genauso. Genauso, ne? Also man muss bei in der Regel gehen wir von vier Trendgrößen aus. Es gibt Märkte, da schiebt sich auch gerne mal so eine fünfte Trendgröße rein. Aber das System generell, die Logik, die Systematik bleibt dieselbe. Man muss einfach wissen, wenn man im Intraday-Handel unterwegs ist, dann ist die Trade-Frequenz logischerweise generell, wenn was los ist, auch höher. Skills sind sehr gefragt. Und eben weil dieses Kommen und Gehen dieser Trends relativ schnell sind, muss ein extremst hoher Selektionsprozess stattfinden. Man kann hier nicht irgendwie wahllos irgendwie draufdrücken womöglich den einen oder anderen Minus-Trend kassieren. Und wenn es eigentlich soweit ist, wo man draufdrücken müsste, dann den Schwanz einziehen. Das ist so der Klassiker. Also es kann zu sehr, sehr vielen Trades kommen, intraday. Richtige Trade-Serien, da spricht man von Trade-Serien, die man abfeuern muss bei bestimmten Gegebenheiten. Aber wenn es so ist wie heute, dann gibt es halt einfach nichts. Und die Herangehensweise ist egal, ob es ein ETF ist oder ob es eine Aktie ist,
ein Feature ist oder sowas. Die Logiken dahinter sind alle dieselben. Das Produkt ist eigentlich, ist schon immer zweitrangig gewesen. Ja, derjenige, der sagt, der Future, der ist mir zu teuer, was völlig okay ist, das ist mir zu wertig irgendwie, der kann ja zwischen CFD oder ein ETF oder irgendwie sowas nehmen, damit kann man ja auch hervorragend handeln. Habt ihr ja auch alles komplett bei euch in der Produktpipeline sozusagen. Genau. Ja, ich mache auch mit Einzelwerten, also hatte ich ja gerade gesagt, Aktien etc., das sind die eher mehr auf höheren Trendgrößen, das mache ich. Genau. Genau. Könnten Sie das Add-on mal erklären? Ja, das erkläre ich gleich auch und den Euro-US-Dollar wollen sich die einen oder anderen auch mal noch analysiert haben. Dann machen wir das. So, FDAX gibt einen Alarm. Schauen wir da jetzt mal rein. Zack. So, jetzt haben wir eine Tendenz generell erstmal im Markt. Okay? Darf ich diesen Trend, diesen grünen jetzt handeln? Ja oder nein? Die Antwort hole ich mir wo ab? Aus meiner Großwetterlage und die sagt nein. Weil wir sind jetzt hier tendenziell noch eher mehr abwärts gerichtet. Jetzt gucken wir uns das mal mit dem Toleranzmodus an, das ist auch nichts anderes. Fakt ist, wir haben jetzt hier zwar einen Trend, der raufgeht, den an sich als Signallage darf ich nicht handeln, weil ich habe keine Großwetterlage dazu. Jetzt stelle ich die Frage in den Raum, kann ich diesen Trend auch als Signallage nehmen? Als Großwetterlage nehmen? Ja, das könnte ich tun. Jetzt müssten wir sozusagen abwarten, bis untergeordnet, sprich auf der kleinsten Trendgröße, sich ein Trend etabliert. Ja? Und am schönsten wäre es logischerweise, wenn jetzt was passiert, der Markt erstmal in die Korrektur geht und hier jetzt diese Nummer sich etabliert, dass man sagt, okay, ich habe hier einen Aufwärtstrend, der steht in der Korrektur und aus der Korrektur dessen, zack, 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 geht es da hoch. Einverstanden? Ich möchte also mit meiner Signallage den Bewegungsarm darstellen. Gut. Das lösche ich wieder. Machen auch direkt wieder mal den Markt scharf. Den Alarm scharf. Haben wir hier kurz angeguckt. Okay, gut. Okay, da fragen einige nach dem Add-on, das machen wir jetzt gleich. Und es fragt der ein oder andere noch nach dem Euro-US-Dollar. Würde ich vorschlagen, wir machen jetzt erstmal kurz den Euro-US-Dollar und fangen dann ein bisschen an, über das Add-on zu sprechen, so dass da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Klärung reinkommt, wie das Ganze so aufgebaut ist. Gut, Euro-US-Dollar, nochmal, fangen wir an mit Tagesbasis. Wo haben wir den? Der müsste da oben eigentlich sein. Kleinen Augenblick. Da oben, das ist der Euro-US-Dollar. Da hatten wir ja gesagt, der Markt tendiert abwärts. Auf großer Trendgröße könnte man den handeln, sprich direkt auf diesen Trend, den wir jetzt hier gerade sehen, mit der jeweiligen Stop-Logik. Da wäre man auch ganz gut vorne, wenn man das gehandelt hätte. Auf Tagesbasis wohlgemerkt. Der steht jetzt ziemlich weit in der Bewegung. Also das heißt ziemlich weit, aber er steht halt in der Bewegung unter P2 seiner eigenen Großwetterlage. Das ist erstmal Stand der Dinge. Wenn wir hier reingucken werden, werden wir hier eine sehr, sehr schöne, saubere, mittlere Trendgröße sehen. Soweit zum 6E auf Tagesbasis. Jetzt gucken wir da nochmal etwas tiefer rein. Ist ja egal, ob das auf dem Future oder jetzt hier auf dem so, Tagesbasis, Stunde. So. Euro, US-Dollar, wo haben wir den? Da ist der Euro, US-Dollar. Viel gekritzelt, das holen wir uns auch raus. So. Dieser Abwärtstrend hier,
Den gucken wir uns jetzt nochmal untergeordnet an, sprich auf dieser mittleren Trendgröße. Der mittleren Trendgröße, das ist dieser ganz große Abwärtstrend, den wir gerade in Rot gesehen haben. Ich nehme euch mit, keine Sorge. Okay, das ist der ganz große Abwärtstrend. Das, was wir jetzt hier sehen, ist jetzt also die mittlere Trendgröße. Schaut mal, wunderschön auch, sehr momentumgeladen. Dieser Bewegungsast hier kurz kaputt, da war er wieder intakt. Und hier geht das Ding weiter runter. Und was sehen wir jetzt? Der Markt tendiert wieder nach oben, sprich er korrigiert diese Bewegung auch so ein Stück weit aus. Haben wir jetzt hier einen sauber tendierenden Markt? Ja, wir haben jetzt hier, das ist Jein eher, das ist zwar ein Abwärtstrend, der steht auch noch mal relativ weit hoch in der Korrektur. Jetzt verbinde ich das Ganze auch mal mit dem einen oder anderen Punkt, das Add-on zu erklären. Wir haben jetzt hier sozusagen einen tendierenden Markt nach unten, das heißt also, es könnte, wissen Sie ja nicht, weiter in die Richtung gehen. Es ist jetzt nicht der allersauberste Markt, also ein schön tendierender Markt ist immer noch sowas hier. Ja? Das ist ein sauber tendierender Markt, das ist jetzt hier nicht ganz so im Momentum geladen. Es kann also weiter nach unten gehen, sodass dieses Tief hier auch noch weiter rausgeholt wird. Das ist möglich. Würde ich diese Trendgröße jetzt handeln wollen, könnte man jetzt pauschal short gehen und den Stop eben hier oben drüber legen. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der mich gefragt hat, was ist diese Box jetzt hier? Diese Box stellt was dar? Das ist ein Teil von dem Add-on. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr einen Trend habt, dann könnt ihr einen Trend entweder direkt am P2 handeln. Das ist völlig okay, wenn es die Signallage ist. Viel schöner ist es aber, wenn der Markt irgendwo in der Korrektur steht, den Markt aus der Korrektur zu handeln. Und diese Box im Kern visualisiert euch das Ganze. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze sieht jetzt so aus. Bis zum Punkt 2 hin ist es so dieser grüne Bereich. Dann fängt jetzt hier so eine Art, gelb habe ich jetzt leider nicht als Farbprogramm hinterlegt, aber das seht ihr hier, hier ist so ein gelber Bereich. Jetzt würde hier eigentlich so eine Art gelber Bereich anfangen und das hier ist jetzt so ein roter Bereich. Jetzt auch mal nördlich rot. So, und diese Box soll jetzt was darstellen? Wenn der Markt jetzt runterkommt, schieben wir das mal ganz kurz noch da, wenn der Markt jetzt runterkommt und in die Korrektur eintaucht, dann stellt diese Box im Grunde genommen so eine Low-Risk-Strategie dar. Wir möchten aus den Korrekturen handeln. Und wenn wir im grünen Bereich sind, das ist jetzt ein Short-Szenario, das ist der grüne Bereich dieser Box hier oben, wenn wir sozusagen im grünen Bereich dieser Box sind, da kann man da eben, weil es zum Stop nicht weit weg ist, die Einstiege suchen und ist in der nächsten Bewegung dann mit dabei. Und umso höher der Markt geht, gehen wir erst in diesen gelben Bereich rein, da kann man auch noch Einstiege suchen, aber schon über dem Punkt 2, das seht ihr hier, es wird immer rot, also diese rötliche Farbe, die wird immer intensiver, umso tiefer der Markt fällt, umso mehr fällt er auch in diesen roten Bereich dieser Trading Box. Die soll euch im Grunde genommen vor Aktionismus bewahren und auch so ein bisschen visualisieren, hey lieber Händler, such lieber die Einstiege in den grünen Bereich, weil du suchst halt Low-Risk-Strategien, du möchtest wenig bezahlen, falls du ausgestoppt wirst, möchtest aber so viel es geht dementsprechend von der Bewegung verdienen. Und es gibt viele Leute, die machen was, die handeln einen Trend und stellen irgendwie immer fest, ich gehe immer mitten in die Bewegung rein. Und das ist tatsächlich eine Feststellung, die machen viele. Und meistens kommt nach so einer Bewegung auch direkt die Korrektur. Und dann können sie das, ich sage immer so, das Wasser nicht halten irgendwie und geben die Position dann auf. Es ist nichts als eine schlichte Korrektur und dann sind sie aber schon hinten irgendwie und dann fängt da halt wieder so ein, ich möchte sagen, relativ unharmonischer Handel an. Das ist dann... das heißt, Olli, im grünen Bereich hat man ja auch ein viel besseres Chance-Risiko-Verhältnis und könnte auch eine höhere Positionsgröße handeln beim gleichen Risiko. Korrekt, richtig. Genau das ist es. Ich versuche jetzt mal eben ganz kurz, kleinen Augenblick, irgendeinen Markt zu finden, der gerade irgendwo was aufweist. Gib mir mal eine Sekunde. Ist jetzt nichts Tendenzielles dabei.
6C. So, hier haben wir so eine Nummer. Wir haben einen Aufwärtstrend, der steht in der Korrektur. Das heißt also, diese Box, die wir hier sehen, ihr seht den Markt geht runter, und zwar in den grünen Bereich dieser Box, und hier unten kann man diese Trades suchen, die du gerade angesprochen hast, um ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis zu bekommen. Ob ich jetzt hierhin reingehe und den Stop hier hinlege, oder ob ich hier irgendwo im grünen Bereich den Einstieg suche, ist dahingehend ein Unterschied. Ich kann eine andere Positionsgröße fahren. Keine Ahnung, 10 Kontrakte von da nach da kosten mich logischerweise mehr als 10 Kontrakte von da nach da oder sogar 15 von da nach da. Als Beispiel jetzt, ganz schnell so schematisch mal dargestellt. Umso höher der Markt steigt, wird mir visualisiert, ja, ich kann auch noch weiter Einstiege suchen, das ist okay, aber wir wollen immer aus den Korrekturen herauskommen. Umso höher der Markt steigt, und das seht ihr hier auch in dieser rötlichen Färbung, wird die immer intensiver, und erst recht über so einem P2, da wird's dann, macht es halt immer weniger Sinn, den Einstieg zu suchen. Es kommt, wie gesagt, auch wiederum darauf an, was habe ich noch über, was habe ich noch unter mir. Was spricht noch mehr für den Trade? Also diese Trading-Boxen, die sind nicht nur für die Signallage gedacht, sondern auch, jetzt ist hier keine intakte Großwetterlage, gucken wir mal auf der Short-Seite. Genau, schaut mal, das ist jetzt die Großwetterlage Short im Dow Jones. Und auf die Großwetterlage bezogen stehen wir, und das seht ihr jetzt hier sehr schön, schon ein bisschen in der Bewegung. Wenn ich jetzt den untergeordneten Trend handeln möchte, sprich diesen hier, dann weiß ich, dass dieser untergeordnete Trend schon nur ein Stück weit unter dem P2 seiner Großwetterlage. Jetzt schaut mal jetzt hier. Großwetterlage, Signallage. Okay? Jetzt muss ich mich fragen, wie weit kann dieser untergeordnete Trend jetzt noch hier weiter runter tendieren? Das geht vielleicht noch ein Stück, das ist okay. Jetzt verschiedene Möglichkeiten, um das auch so ein bisschen zu filtern. Aber bin ich mir das jetzt wert, so möchte ich das sagen. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, man braucht einen hohen Selektionsprozess innerhalb des Intraday-Handels, um nicht auf jeden Zug aufzuspringen, um es deutlicher zu sagen, ich will nicht jeden Dreck handeln. Das ist es. Ja? Und wenn ich sehe, dass meine Großwetterlage generell in der Bewegung steht, unter ihrem eigentlichen P2, dann ist mir die Signallage eigentlich auch schon fast egal, weil die Signallage kann sich noch so schön darstellen. Mir kommt es ja auf die Großwetterlage an. Und die sagt mir hier eindeutig, auch diese Box sagt mir eindeutig hier, schau mal, bis hierhin hättest du noch irgendwie einen Einstieg suchen können, wenn es unbedingt sein müsste. Aber du stehst jetzt schon im roten Bereich des Ganzen. Einverstanden? Es gibt also, ich mach das mal eben sauber, es gibt also die Möglichkeit in diesem Add-on, sich die Großwetterlagen als auch die Signallagen anzeigen zu lassen, und auch beides in Kombination. Ihr seht also jetzt die Box für die Signallage als auch die Box für die Großwetterlage. Einverstanden? Die Großwetterlage wird ja sozusagen über die größere Zeiteinheit dargestellt. Und die größere Zeiteinheit, da habe ich sogar noch die Möglichkeit, mir hier in diesem Chart über diese Multi-Timeframe-Boxen anzeigen zu lassen, wie der Verlauf der größeren Trendgröße ist. Wir sind ja auf einem 10-Minuten-Chart. Ich sehe aber im Hintergrund durch die Boxen den Verlauf des Stundencharts. Okay? Kann ich mir auch dementsprechend anzeigen lassen. Nur mal so viel dafür. So. Okay. Wir waren immer noch beim Euro-US-Dollar. Jetzt bin ich mir ein bisschen abgeschweift. Wir kommen nochmal zurück zum Euro-US-Dollar. Ich mache vorher hier nochmal alles sauber. Wir müssen ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Wir sind schon ordentlich dran. 1 Stunde, 40 Minuten. Ich will euch auch nicht überfordern. Es sind einiges an Informationen hier. Was haben wir hier? Euro-US-Dollar, eigenes Tagestief von heute, Tagestief von gestern. Das ist eine Nummer, die ist nicht ganz uninteressant. Was nicht ist, kann ja noch werden. Das ist ein Markt, den
den würde ich auch einfangen. Was würde ich jetzt hier am liebsten sehen? Einmal rauf, einmal runter, für mich nochmal ein Tief. Also das ist eine Nummer, die fange ich auf jeden Fall mit Alarm ein. Mache ich jetzt erstmal hier pauschal einen Alarm hin. Und mache auch hier oben einen Alarm hin. Nochmal, nur weil irgendein Alarm ausgelöst wird, heißt es nicht, dass wir auch zwingend jetzt unmittelbar immer einen Trade abfeuern müssen. Das möchte ich euch direkt auch mitgeben. Hallo Oliver, kannst du mal etwas zu deinen Indikatoren in Action Bars sagen? Mich interessiert vor allem der grüne Balken. Meinst du diese Nummer hier? Die Jutta hatte das gefragt. Ich vermute, das war auch die Box, die du eben erklärt hast. Ah, okay, gut, alles klar. Okay, unten sind einfach nur die Konten angebunden und dementsprechend auch noch ein Datenfeed. Das ist einfach schlichtweg alles. Genau, habe ich gerade erklärt. Alles klar, wunderbar. Okay, gut. Es sieht jetzt so aus, als ob wir tatsächlich jetzt hier nicht unbedingt zu irgendeinem Trade kommen. Wir können hier jetzt nichts erzwingen. Das ist ein bisschen schade, weil ich hätte euch gerne gezeigt, wie das Add-on vor allem das Ganze auch vollautomatisiert durchzieht. Denn das kann das. Das Add-on kann nicht nur Trends sehr schön darstellen. Schaut mal hier. In irgendeiner Form. Sondern ich kann dem Add-on auch sagen, hey, wenn jetzt hier ein Signal entsteht als Beispiel, machen wir jetzt mal als Beispiel, wir haben jetzt hier einen Trend, dann könnte ich jetzt hier long gehen und den Stop hier unten drunter setzen und das Add-on würde dann dementsprechend, wenn jetzt dieser Trend sich etablieren würde, die Stops vollautomatisiert dann auch selbstständig nachziehen. Das ist eine ziemlich coole Funktion, aber was nicht ist. Ja, kann man halt nicht zwingen. Genau, Avi, der DAX hat den Alarm. Ich habe den DAX jetzt hier noch auf anderen Bildschirmen. Der ist einfach nur noch mal da hochgekraxelt und ist jetzt wieder runtergekommen. Man sieht, der läuft nicht weg und der läuft auch heute nicht. Der bleibt inside. Wir haben eine extremst enge Spanne heute von 20 Punkten oder weiß nicht, 25 Punkten im DAX. Das ist ja mehr Rauschen als alles andere. Das ist nichts. Der DAX sieht mein Geld, sprich mein Trade, jetzt just gerade in dem Moment nicht. Gut. Noch irgendwelche Fragen oder irgendwelche anderen Dinge, Anliegen oder sowas? Sonst würden wir langsam zum Schluss kommen, weil fast 2 Stunden sollten wir es dann auch nicht sprengen zeitlich. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Genau. Add-on, ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Zu der Sonderaktion sage ich gleich auch noch was. Das Add-on für den Ninja Trader kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Mal so einen kleinen Einblick geben. Kleinen Augenblick. Ich ziehe das mal eben ganz kurz rein. Gib mir eine Sekunde. Wo bist du? So, das. Dauert jetzt noch eine Sekunde. So, alles klar. Das Ganze sieht so aus. Dann mache ich mal den AT klein und das machen wir groß. So,
Das Ganze inhaltlich dasselbe wie beim Agena Trader. Wir können uns jetzt hier im Grunde genommen sehr sauber die Trends anzeigen lassen. Schaut mal, wir haben jetzt hier, wir sehen hier auf der Großwetterlage einen Abwärtstrend. Und das ist ja das, was wir wollen. Eine Großwetterlage, die tendiert. Und innerhalb der Großwetterlage, die tendiert, suchen wir untergeordnet kleinere Trends, die in dieselbe Richtung laufen. Und schaut mal, hier wird immer wieder sehr schön valide angezeigt, wie diese Trends zustande kommen. Ich vergrößere das mal etwas. Großwetterlage und hier dann die Signallagen, ne? Da sehr klein. Und dann hast du hier einen kleinen P2 für etwas größeren P2s und dann kommt hier diese Rutsche, sprich die Bewegung, die wir eigentlich suchen. Und hier auch wieder die Trading-Boxen, also jemand, der jetzt hier unten sozusagen noch den Short sucht, ist eher nicht so empfehlenswert, weil ich möchte ja schon dort ankommen, ich möchte in dieser Bewegung ja schon dabei sein. Also richtig gut wäre es gewesen. Wir haben hier einen Abwärtstrend, Korrektur, runter, rauf. Und jetzt schaut mal, hier war ja eine Box gewesen, die war ja mal kürzer, die Box. Ich hätte hier ganz locker irgendwo den Einstieg suchen können, Stop hier oben drauf und jetzt rutscht das Ding hier unten durch. Ja, sehr schön. Das Add-on ist noch nicht komplett fertig, das wird in den nächsten Wochen an den Start gehen auch. Für den Agena Trader ist das ja schon erhältlich. Ich komme auch gleich noch zu dieser Sonderaktion von heute. Das hier ist auch ziemlich cool. Wir haben hier noch ein paar Funktionen eingebaut. Die kann ich jetzt noch nicht zeigen. Die sind auch höchst spannend. Wir können hier auch, wir gehen so tief rein, dass wir hier auch sogar die einzelnen Kerzen aufklappen können und auch uns die einzelnen Umsätze innerhalb dieser Kerze anzeigen lassen können, damit wir sehen können, wo kommt ordentlich Druck in den Markt. Wie gesagt, da sind wir jetzt noch nicht ganz durch mit dem Thema, aber das wird in den nächsten Wochen kommen. Ja, es gibt auch Seminare von mir. Es kann sein, dass wir im September noch mal eins auf Mallorca machen. Das steht nicht fest. Da gibt es auch schon ein paar Leute, die haben das gebucht. Oder beziehungsweise die Hand gehoben, dass sie unbedingt dabei sein wollen. Wir hatten nämlich letztes Jahr eins auf Mallorca gemacht. Das war ein phänomenales Event, wo wir eine Woche lang direkt am Live-Markt alle Themen durchgenommen haben, die so relevant sind aus dem Blickwinkel der Markttechnik, haben auch direkt live gehandelt und ja, haben wir einfach auch eine verdammt gute Zeit da gehabt. Irgendwie werde ich aber noch zu gegebener Zeit dann ebenfalls veröffentlichen. Das Webinar wird aufgezeichnet, ja. Super Präsentation, vielen Dank. Danke, danke. Sonderaktion, genau, Sonderaktion. Nehmen wir die Frage noch mit. Also, jetzt stand ja heute in dieser Sitzung hier mehr so die Marktvorbereitung im Vordergrund. Und die Morgenroutine, das Filtern der Märkte, Top-Down-Analysen etc. Und auch da sind wir jetzt wahrscheinlich in der ganzen Zeit nicht komplett durchgedrungen. Ich habe auch nicht den Anspruch, hier innerhalb von ein, zwei Stunden das komplette Wissen reinzudrücken. Es geht auch nicht. Jetzt stand das Add-on jetzt hier nicht ganz so im Vordergrund, ist auch völlig okay. Es soll aber eine kleine Sonderaktion geben. Wer sich heute das Add-on kauft, der bekommt von mir ein zweistündiges Privatcoaching mit all seinen Fragen, inklusive on top draufgesetzt. Das heißt also, das gilt heute. Wer sich das heute kauft, das Add-on im Shop von Agena Trader, der bekommt pro Nase sozusagen, da machen wir extra einen Termin aus, eine komplette eigene Einführung und ein zweistündiges Privatcoaching noch on top. Dazu, genau. Meine Lieben, dann würde ich sagen, dann war es das. Märkte sind Inside geblieben, es gab jetzt nicht wirklich so sehr viel zum Handeln. Das sind aber die Realitäten des Marktes. Erzwingen können wir nichts. Man sitzt auf seinen Händen und macht so lange nichts, bis der Markt was macht. Und zwar das macht, was wir wollen. Und solange er das nicht macht, wird halt auch nicht gehandelt. Das nennt man auch den freiwilligen Verzicht, würde der eine oder andere sagen. Und das ist auch ganz gut so.
Gut, damit wäre ich eigentlich durch mit dem Thema. Andi, wenn du noch irgendwas hast. Nein, also von meiner Seite auch nicht. Vielen Dank, Olli. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig auch, dass du das sagst, dass man jetzt nicht irgendwie einen Trade erzwingen muss, ja, nur weil das Thema heute Live-Trading ist. Also wenn das Setup keinen vernünftigen Einstieg hergibt, dann sollte man natürlich auch darauf verzichten. Und das ist halt auch wichtig, das zu lernen und das dann auch so umzusetzen. Ja. Zu der Aufzeichnung, ich hatte es eingangs ja schon gesagt, die wird dann in den nächsten Tagen oder zeitnah jetzt bei uns auf der Homepage veröffentlicht, beziehungsweise im YouTube-Kanal von CapTrader, ja, wo auch die anderen Aufzeichnungen alle zu finden sind, beziehungsweise bei FXWett genauso. Ja, das war es von meiner Seite auch. Ja, Olli, du hast das letzte Wort. Vielen Dank nochmal und Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ja, von mir eigentlich gibt es auch nicht mehr ganz viel hinzuzufügen. Hier nochmal, das ist einer der Lieblingsfolien von mir. Die kann man sich nochmal anschauen. Ohne ein festes Regelwerk wird kein vernünftiger Handel stattfinden. Wer weitere Informationen haben möchte oder sonstiges, kann mir ja gerne E-Mail schreiben. Wie gesagt, auf meiner Homepage gibt es auch Möglichkeiten, sich noch zu informieren über Seminare, Coachings etc. Und dadurch, dass wir jetzt hier in der Zeit nicht alles unterbringen können, logischerweise, wir machen demnächst noch ein paar mehr Webinare zum Add-on. Es sind noch einige Fragen offen geblieben, die wir jetzt hier nicht abfrühstücken konnten. Da werden wir dann nochmal tiefer abtauchen und die Features beleuchten, die so das Add-on generell drauf hat. Von mir vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Auch vielen Dank für die ganzen netten Kommentare ich wünsche euch auch einen schönen Tag, erfolgreichen Tag. Haltet das Geld zusammen, Leute, und beim Rechner hochfahren morgens bitte auch den Kopf hochfahren und den Kopf oben lassen. Ich bin raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.